Weiter geht es hier bei Splittermond, Geist der Vergangenheit mit dem spannenden Kampf und den Schlaganfällen. Stehen geblieben sind wir bei Karas, der in den Turm gestürmt ist und im Lauf noch den Hebel für das Zugtor gekickt hat. Zugbrücke ist das Wort, nicht Zugtor, Fallbrücke. Okay. Wir sind bei Zugbrücke. Gut, dass wir das geklärt haben. Und es krachte nach unten und steht jetzt sperrangelweit offen. Karas, dann möchte ich von dir, du rennst ja nach oben, bitte. Möchtest du unauffällig nach oben rennen, dann 5 Ticks. Sollte auch reichen eigentlich von der Entfernung her, schaffst du es bis oben. Die 1 ist dran. Ja. Die 1 war der schlechte Schütze. Hat die denn nachgeladen? Nee, nein. Oder? Nein. Dann nein. Doch. Er nach. Doch. Er hat nachgeladen. Doch, die haben alle nachgeladen. Dann schießt er jetzt. Auf? Du hast gerade, ne? Das. Er ja. Schießt doch eh nicht auf dich. Ich genau, ich bin liegen. Er schießt auf. Du warst ungerade, ne? Dann schießt er auf Alvar. Auf Alvar? Ja. Ich hab den Turm eindeutig. Ich stell mir den. Ich hab mir den Turm ganz zu eng vorgestellt. Nee. Er schießt auf Alvar. Geht's um die Ecke so? Er schießt auf dich. Es kann gar nicht auf Alvar schießen. Und auf dich kann er aber anscheinend auch nicht schießen. Gut, der nächste Bolzen fliegt an dir vorbei. Vielleicht gehen die und der Junge wird langsam nervös. Und während er nachlädt, schaut er auch immer über seine Schulter und scheint zu hadern, was er jetzt machen soll. Einmal. Ach, das ist schon. Sehr gut. Und jetzt ist Corvo dran. Corvo zielt eine Runde. Du hörst ein Krächzen und Krähen. Und ein alter Freund landet auf deiner Schulter. Kommst zu mir. Nein, nicht! Einmal kurz nachladen. Mit zum Brief. Nein, danke. Auf einmal hört ihr alle von unten einen Schrei. Für die Freiheit! Wie viel Ticks? Zwei. Ich frag mich jetzt, wie viele sind. Zwei. Was da? Oh, dann zwei. Nur zwei, aber andere zwei. Mann, nicht deine zwei, meine zwei! Nein, nicht von dir aus zwei, von mir aus zwei! Ja, dann haben wir Brandon. Brandon? Oh nein! Brandon möchte aufstehen. Na gut, das ist dann ein Gelegenheitsangriff. Mit plus 9. Mit plus 9. Nicht schlecht. Das ist eine 27, eine 42 gegen deine VTD. 3 EG. 3 EG. Ja, blöd. Das sind dann 11 Schaden. Bei Liegen, beim Aufstehen ist es nicht so, dass man dann direkt wieder, weil das kontinuierliche Handlung ist. Da fängt man nicht direkt wieder bei dem Tick an. Bei Bewegung auch haben wir vorhin nachgelesen. Was ja eine Bewegungshandlung ist. 21. Nee, also würde auch Sinn ergeben, weil du ja immer wieder auch versuchen. Die haben 14. Das gibt ja keinen Sinn. Auch immer, du kannst patzen. Sicherheitswurf. Gut, auf. Ne, Moment! Kein Sicherheitswurf, ich hab 11. Ich will's nicht unbedingt unnötig riskieren. Was machst du gerade? Du könntest es bei beiden unnötig riskieren. Entschlossenheit, sagt er. Puh! Ich hab kurz die 1 gesehen. 7, 8, 10. Ich stehe wieder auf. Gut. Ja, das ist. Ja, Alvar ist dran. Schlägt auf die 4. Ist eine 12. Ist eine 32. Habt ihr den, der mich gehauen hat, seine Ticks gesetzt für den Gegenwärtsangriff? Nein. Das sind 3. Was sind die 3? Meine Güte. Da unten. Ja, die 4 fällt zu Boden. Tot. Ach so. Ach so. aus dem Kampf ausgeschieden. Bleibe bitte vernünftig. Und er war 8 Ticks nach vorne. Das ist Deutsch, er kommt hier in sein Feld. Ja. Noch gerade und links oben. Die 2 steht wieder und beginnt die Armbrust zu laden. 9 Ticks. Das ist ja doof. Die 7? Die 7 schlägt auf Brandun. Auf Wahlgrim. Wahlgrim, sorry. Aber fast. Immer diese Zwerge. Immer dieser Zwerg. Die hat alle gleich hier aus. Echt, ey. Echt, ey?
28. Gut. Ah! Dass wir gesprochen haben darüber. Schuss! Für Ehre, mein Freund, für Ehre. Krieg ich eine Motivation. Ich schieße auf die 5. Ja, ich schieße auf die 5. Crit, Doppel, 10. Sehr schön. Das sind 34. 36. Mit dem minus 3? Ja, ja. Oh, not bad. Aber beide logisch, ein bisschen genauso. Er möchte ja, ausmachen. Vergiss das. Ja, natürlich kein Ziel. D5 zielt? Ja. D5 hat schon nachgeladen, ne? D5 hat schon nachgeladen. Ja. Ärgerlich. Das dürfte sich jetzt erledigt haben. Hoffentlich. Das denke mal schon, Junge. Hast du die zweimal schon? Ach so, meinst du, das ist jetzt der zweite Schuss. Zwei Erfolgsgrade so, plus 3 bist du bei 5 Erfolgsgrade. Ja, das, du hast recht. Nein, absoluter Quatsch, du hast sogar 6 Erfolgsgrade. Wie hat sich das mit dem Nachlanden erledigt? Ist es dann nicht triumphal? Ja, das ist bei jedem Crit aber nicht der Fall. Deswegen, ne, nicht bei jedem Crit. Doch, immer wenn du 5 Erfolgsgrade hast. Was bei Triumph eigentlich immer der Fall ist. Nicht immer. Meistens. Oft. Oh, so oft hatten wir es aber noch nicht. Max! 6 und ja, das ist krass, das! Oh, die arme Sacke, ey. Wie viel Damage? Plus 6 war das bei dir. Hallo, fürs Zielen? Ich hab grad den Typen. That's a lot of damage. That's a lot of damage. In schützende Folgen. Ich hab dich genau im Gesicht. Das sind 5. Der Rabe landet auf seiner Schulter. 10. Das sind. Das ist aber ein 21. Das sind nochmal 2 zusätzlich. Guess he die. 22. Ah, Jonas vergessen? 23? Nö, ich sehe alles, was du. Ja. Der Crit macht ja leider bei dem nicht mit, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Was ich nicht verstehe, aber wir machen es aber. Ja, dann sind das 23 Damage durch Ringung 2. Ist halt leider kein Überraschungsangriff. Du fühlst dich gerade so richtig gut, oder? Ja. Du schaffst es, also ich schaffe das ganz genau, dass die Leute auf dem letzten Punkt von schwer verletzt sind, aber nicht in Tod geweiht kommen. Ja. Ja, gut. Nee, halt, warte mal. Wie viel Force gerade hatte ich? 6. Die habe ich noch nie eingerechnet, oder? Ich nehme nochmal nach. Hä? 5, 15, 6, nö. Plus 6 Schaden. Dann musst du nicht noch einen verwenden, um die Deckung zu sinken? Plus 5 Schaden. Also sind wir bei 28. Jetzt nochmal eine Frage. Wenn er in Tod geweiht ist, muss er eine Entschlossenheitsprobe machen? Zähigkeitsprobe. Zähigkeit gegen den Schaden, den er bekommt? Nein, gegen die 20. Ja, 20. Aber er muss dann noch eine Probe machen gegen den Schaden, den er bekommen hat, plus 10. Wegen Nachladen. Fürs Nachladen, was er aber aufrechterhalten ist. Da würfel ich nicht. Das ist mit minus 8 auch ziemlich heftig. Die hat er ja trotzdem noch. Achso, ja. Ja. Zähigkeit, ja. Minus 8. Ja, das ist ja traurig. Du siehst einen Kopf weniger hinter der Zinne. Headshot? Entschuldigung, du siehst einen Kopf weniger hinter der Zinne. Nein. Eyeshot. Bullseye! Also du siehst ein klaffendes Loch noch in dem Kopf, wo ein Warte. Sie hat den Rabenschrei. Der Rabe, der sich auf meinem Schulter niederlässt. Und genau in dem Moment lasse ich den Pfeil los. Ich guck hinter der Zinne vor. Diese Spitze blitzen. Erst nachdem der Pfeil losgelassen wurde, kommt der Kopf so um die Ecke. Ein Rabe, was super! Wir halten also fest, du brauchst nur Abraxas, damit du gut bist. Nur Abraxas, damit. Der hat halt die Wahrnehmung. Ich hab vier Hände. Das ist so ein bisschen dieses. Dieses moderne Scharfschützentum. Wer sagt dir das so an? Kra! Verstehe. Komm mit zuen Augen und der Abraxas so den Bogen so. Du kommst oben an, als ein Pfeil an dir vorbeifliegt. Blut durchtränkt. Oh. Ich bereite einen Wurfmesser vor. Ja, dann mit einer roten Feder und neben dir an der Wand zerschellt. Oh Gott, mein bester Freund! Also ich komme um die Ecke, der Pfeil fliegt an mir vorbei. Ich sehe, wie ein Mann zu Boden sinkt und wahrscheinlich den zweiten daneben und ziehe dann meinen Wurfdolch. Ja. Corvo. Corvo lebt nach. Ja. Wie lange braucht Corvo dafür? 7. Ich glaube, er ist jetzt auch in Dunkelheit gehüllt, der da oben, oder? Nein. Ich habe keine Dunkelheit aktiviert. Achso. Ja.
Die 1. Da. Das war der. Der muss nachladen. Muss nachladen, genau. Drehst du um? 10 Ticks, bitte. Flo, die 1 lädt jetzt nach. Brandu. Ja, ich würde jetzt gerne... Oh mein Gott. Ja. Sie reißen sich gegenseitig. Naja, eigentlich nicht. Ist jetzt so hinreißen. Doch. Bist du nun mal wirklich... Einfach mal... Ja. So. So würfelt man. 18, 37 gegen KW. Und jetzt soll er liegen bleiben. Meine Güte. Er lag doch noch gar nicht. Das stimmt. 3 lag noch nie. Nur die 2. Was 37. 37, ja, sind das 11, sind das 3 Erfolgsgrade. Dann. Dieser Traum. Beide Erfolgsgrade muss ich mir schwerer machen, dass er sich hinstellt. Dann sind wir bei. Achso, mein. 29. Moment, mein Fertigkeitswert ist. Punkte. Punkte. Der Fertigkeitspunkte sind hier, Schätz. 19. 19 plus 5 jeweils, ne? Also 19 plus 10. 29. 29, ja doch schon. Entschuldige, du hast recht. Entschuldige, du hast natürlich vollkommen recht. Ist der Spieler, der natürlich hat recht. Stimmt, wie konnte ich daran nur 20? Akrobatik gegen 29. Oder Athletik. Ja. Eins zu beiden. Ich dachte, das hätte ich jetzt einfach nur lustlos gewürfelt und gesagt, gut, er liegt. Insofern müssen wir ja sein. Musstet ihr mit den Kämpfen jetzt? Hä? Die was haben... war denn deine Erwartungshaltung? Schafft er nicht. Große Augen hier. Ja, ja, dann. Du zerschmetterst quasi. Genau, ich hab das jetzt immer so gezogen und stoße diesmal einfach nur gegen das Knie und der rutscht halt nach vorne weg und landet dann halt vor mir. Ich mach trotzdem noch halben Schaden, ne? Machst noch halben Schaden. Das ist nett. 9, 13, 7 Schaden. Durchdringung? Ich denke mal bei einem. Gar keine. So im Streitkolben. Ja, so Zerro. Ja, stumpfung dabei. Dann erklingt ein, wie ein Glockenschlag, als du auf seine Brustplatte erschlägst. Knie. Genau. Ich steig ihm das Knie kaputt. Ach ja, Knie, stimmt. Gegen sein Knie. Ein heller Glockenschlag. Also. Habt ihr mich gesetzt? 12 Ticks? Mhm. Gut. Auf die 7. So, 2. Ich kämpfe immer noch. Überzahl Bonus hast du. Ja, mit einem Haar. Stimmt. Oh, ja. Schön. Eine 15. Ja. Naja, 35. Warte, ich muss noch werfen. Ja, du hast den Fluch gebrochen. Ich habe den Fluch gebrochen mit dem, Crit. Mit dem guten, sehr guten, heroischen Crit. Du hattest 35. Hast du 5 Erfolgsgrade. Das ist ja sogar triumphal. Ja. Das ist ohne Crit. Oh, das ist 10 extra Schaden. Das ist heftig. Die ich hatte nur 6. Nee, doch, ich hatte nur 5. Oh. Nice. Na ja. 10 extra, also ich habe ja wuchtig, ne? Ja, das sind 10. Das ist aber. Du hast sogar eigentlich einen taktischen Vorteil, weil du ja auf der Treppe stehst, ein Stück weit. Also stehst ja über ihm so. Das stimmt. Dann sind es nochmal einige mehr. Also nochmal 2 Schaden mehr. 12 Schaden mehr. 12 Schaden mehr. 14, 26, 30 Schaden. Cool. Das würde selbst mich umhauen. Möchtest du beschreiben, wie du ihn tötest? Dann bitte. Ja, also ich stehe quasi an so ein Stückchen erhöht, das heißt auf Augenhöhe. Also nur um das nochmal zu sagen, du hast ihn schadenstechnisch quasi fast nochmal getötet. Hole mit meiner Axt aus, starren Blick und treffe ihn quasi direkt neben dem Hals und spalte ihn fast komplett den Oberkörper ab. Also steht da mit deinem offenen Mund und der Oberkörper rutscht nur. Rutscht nur so leicht beiseite und klatscht auf den Boden. Man riecht ein bisschen verbranntes Fleisch. Aber wenigstens hast du die Wunde gleich wieder geschlossen. Vielleicht schafft er es noch. Kauterisiert. Mit ein bisschen Salbe. Ich brauche 9 Ticks nur. Bisschen Spucke, bisschen Salbe. Dann ist er wieder auf den Beinen. Dann fliegt ein Wurfdolch auf den Mann, der gerade schießen wollte. Entschuldigung, wen hast du aus dem Kampf genommen?
Niemanden. Die 7. Doch, na klar. Also bitte. Also ich habe niemanden rausgenommen. Ja, richtig. Er hat ihn literally gespalten. Du hast einen taktischen Vorteil. Spalter. Ihr hört Kampfgeräusche vom Hof. Ich sehe die auch. Hatten wir eigentlich den Bonus jetzt immer noch? Nee, du stehst ja an der hinteren Zinne. Es ist schwierig, da runter zu gucken, von da aus, wo du gerade stehst. Du hast ja die Mauer. Du stehst hier, du siehst einen Teil vom Hof, aber auch nur den hinteren Teil. Also, du siehst quasi von dem Stall. Guck mal, du stehst an der Mauer und hast dich gerade noch an die Zinne gelehnt. Das heißt, du stehst an dem anderen Ende der Mauer. So breit ist es noch nicht. Ja, es ist schon etwa so breit. Naja, die Hälfte des Hofes müsste schon verdeckt eigentlich sein. Wenn du so also du siehst den kompletten Stall. Ja auch du siehst da vielleicht zwei Leute kämpfen, aber mehr kannst du von dort aus nicht sehen. Aber wen, du kämpfen siehst, ist Hamid mit einem großen Zweihänder. Den haben wir da aber nicht hingelegt. Den habt ihr da nicht hingelegt. Ein Doppelsöldner sagst du, ja, ein Doppelsöldner. 24? Hast du den taktischen Vorteil dabei? Trifft mit. Ja. Zwei von zwei. Ach du. Das sind die haben. Das ist einer von den Plebs. Ich habe mich geirrt, das sind 26. Beiden dann hier. Dann musst du nicht. Wie viel Erfolgsgrade? Du hast einen taktischen Vorteil, ja, weißt du. Hab ich schon gesagt. 18 plus 18, 26. Zwei. Okay. Ja, ich weiß es. Der 3 Schaden. Hast du nicht Überraschungsangriff? Hätte sein können. Ich bin kein Mörder. Noch. Im Gegensatz zu mir. Du wirfst dein Wurfmesser, bist gerade die Treppen noch hochgerannt, stolperst etwas, wirfst es und triffst ihn damit etwas an der Wade. Und du hast überrascht. Au! Und er dreht sich zu dir um. Er ist abgelenkt. Genau, er kriegt einen Pfeil in den Kopf. Achso, er ist dran. Und er hat nachgeladen, ja. Hat er nicht probiert auszuweichen? Ach, konnte er nicht. Weiß nicht, Flo hat alle Vorbereitungskarten weggelegt. Nein, die sind da hinten. Achso. Und die 6? Sind alle in Vorbereitung. Die ist fertig. Die ist fertig. Also ist quasi jetzt hat sich gerade zu dir umgedreht und drückt ab. Ja, komm. Nicht so gut. Du stehst so halb ich auf der Treppe hoch. Mehr der hat halbe er hat halbe Deckung. Nein, natürlich. Damit kommen wir auf eine... Also, er ist nicht komplett die 23. Dran. Dann muss ich ausweichen. Dann tu das. Eine Akrobatik vermutlich verdammt gut. Das Sicherheitswurf. Ich weiche aus. Hast du nochmal Glück gehabt? Ja. Gut, das schaffst du. Dann ihm bitte 3 Ticks nach vorne. Da brauchst du keine Hilfe, oder? Nein, jetzt kommt der Vorteil von schnellen Wurfwaffen. Alvar lässt sein Schwert fallen und zieht seinen Bogen. Da steht noch einer bei Alvar. Nein. Ach nein, sind wir beide tot. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Alvar wirklich im Kampf seinen Bogen benutzt. Und ich bin nicht dabei. Und du bist nicht dabei. Gott sei Dank, dann musst du das Trauerspiel nicht begutachten. Ich würde gerne wie die beiden grumpigen alten Muppets an der Seite stehen und Kommentare geben. Und diese zwei Kommentare. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Da schaut sie runter. Ich öffne das Amulett und es wird dunkel auf dem Turm. Also du siehst ihn ja auch, deine Augen werden groß, es ist wie ein überraschtes Quieken. Aber du siehst, dass er auch spitze Ohren hat. Wenn ich es sehe, dann lasse ich es. Was bringt mir nichts. Mit deiner Dunkelheit? Du machst doch minus 9 Dunkelheit. Damit hat er minus 6. Das ist nur das Amulett. Das ist minus 2. Ach so. Also, minus 2 Stufen. Nicht also minus 6, also hat er immer noch minus 3. Aber er hat doch Dämmersicht. Das macht die zwei Stufen besser. Ja, dann bringt dir das nichts. Nee, also er ist überrascht, aber dann merkt er, ach ja, ist ja nur... Nee, wenn ich sehe, ich wusste nicht, dass er ein Alt ist. Nee, wenn du... Ja. Das sieht man ja an der Statur und den Gesichtszügen. Nee, dann tut mir das war ich auf der 4? Ich hab beides nicht mehr. Ja. Brauchst du. Ja, genau. Ich hab mir neu gesetzt. Ja, dann ziehe ich einen weiteren Wurf durch. Das hat die arme Socke das Problem, dass du viel schneller... Die zwei, hatte die schon nachgeladen? Ich glaube, ja. Ja, die haben alle... Haben alle nachgeladen, außer die 6. Die 6. Wen schießt der? Man kann ja nur auf dich schießen. Na, oder auf Aldrin. Aber ich schieße auf dich. Okay. Schuss! Palt er mit dem Schild ab. Er drückt ab, doch der Bolzen prallt nur von deinem Schild ab. Ohne dass du dich groß darum kümmern musst.
Dann sind die gut. Na, so, jetzt die drei. Drei Ticks, ja. Die drei ist dran. Das ist der, der liegt. Ja, das ist der vor. Oh, dann steht der auf. Na, davon wollen wir mal sehen. Der steht auf, Männchen. plus 6, ne? Ja. Da liegt. 9, 15, 34. Hast du einen Erfolgsgrad? Den nehme ich doch. Ich habe, wie heißt das so schön? Totschläger. Hieß es so? Ein Schaden, ja. Du musst einen Schaden. Weil er liegt. Ja. Richtig. Das ist ja eher traurig. 15 Schaden. Geht. Halt! Ich habe Schaf 3. 16. Ja, ja. Ein Schaden mehr. Ja. Ich den Schaden. Das ist ja. Man zu best. Voll gut. Ja? Voll gut eigentlich. Ja. Aber er steht auf. Oh nein. Das wird jetzt nervig. Hast du schon nachgeladen? Ja. Sitzt ihr ihn. Oh ja, schon. Nichts gesagt, entschuldigt. Ja, Corvo hat nach oben gezielt, da wird es oben nein, dunkel. Nein, wird's ja nicht. Also nee, wird's nicht. Oh, wird's nicht? Nein, wird's nicht. Wer ist das da oben? Die 6, ne? Mhm. Ist die nach mir dran? Ja. Ach, ihr müsst ja den lassen. Dann ne? Habe ich irgendwie mitbekommen, dass Karas oben ist. Ne, er hat sich umgedreht. Er hat sich umgedreht. Ja, also er hat Aua gerufen und hat sich umgedreht quasi. Das könnte auch gestolpert sein. Dann ziehe ich noch einen. Er will fliehen. Ja. Er lässt seine Armbrust fallen und zieht ein Kurzschwert. 56. Klug, muss man ihm lassen. Wurfdeich! Ja, ja. Es wäre blöder, mit der Armbrust weiter zu arbeiten. Irgendwann greife ich nach meinem Trinkbecher und möchte da nicht würfeln. Klatsch! Eine 28, als mein Wurfdeich auf ihn zufliegt. Macht nichts. Ja, will nicht ausweichen. Immer. Das heißt. Drei Erfolgsgrade. Na, aber du kannst ihn noch töten. Ich überlege, ob du einen störenden Angriff machst und der nicht weiter Waffe zieht. Okay. Das ist der Mal einen störenden Angriff gemacht. Ja. Fünf. Mückenstich! Er wirft sein Wurfmesser. Es fliegt auf seinen Kopf zu. Aber nur mit dem Knauf. Er muss eine Entschlossenheitsprobe machen. Er macht eine kontinuierliche Handlung. Gegen die 15? Ja. Es kann schief gehen. Der Part. Die sind ja wirklich nicht so gut, ne? Tja. Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher, ob ich da überhaupt hochschießen soll. Ach die Scheiße, sind die echt nicht. Ich glaube, ich schieße nicht hoch. Oh Gott! Das war meine empfindliche Stelle! Er schaut sich um und versucht irgendwie einen Weg wegzukommen. Und versucht sich noch zu orientieren. Und versucht dann über die Zinnen zu klettern. Um dann irgendwie wegzukommen. Runter. Ich dachte, er bricht nur die Kontinuierliche Handlung. Er versucht über die Zinnen auf. Ah, nee, Quatsch, nee, Quatsch. Das war die kontinuierliche Handlung. Ja, stimmt. So unterbrechende Handlung. Stimmt. Ja. Es ist nur ein. Er ist einfach nur, weil er so abgelenkt ist. Er wollte das Schwert greifen und kriegt den. Der kriegt es. Muss ich die Hand wieder weg? Genau. Und wie man das halt so macht. Oh Gott! Oh nein. Ich blute nicht. Aber wobei. Nur ein blauer Fleck. Ja, stimmt. Alles gut, Jungs. Alles gut. Ja, die 2 muss nachladen. Corvus. 9 Ticks. Ich sehe das, ich höre das, was da oben jetzt passiert. Und ziehe in den hoch. Nee, ich mache einen Schritt nach vorne. Wenn du 2 Schritte nach vorne. Mhm. Dann sehe ich ja theoretisch besser. Dann sehe ich auch, was auf dem Hof passiert. Was passiert auf dem Hof? Du siehst mehrere Dorfbewohner. Möchtest du die einmal durchzählen? Da werde ich nicht die Zeit für haben. Wenn ich mir so einen groben Überblick. Handvoll. Weil ich möchte ja noch schießen. Wow. Dutzend. Zwischen einem halben und einem Dutzend. Okay, das geht ja.
Und so. Sie kämpfen auch gegen Sechs Männer in Uniform. Die kämpfen gegen Männer in Uniform, sieht aber nicht sehr gut aus. Also Hamid und die zwei Kollegen, mit denen du dich auch unterhalten hattest, bei denen sieht's gut aus. Die sind auch gerüstet. Die haben nicht so das Problem. Ja, was heißt gerüstet? Wir müssen da hoch. Okay. Ich schieße auf den ersten, der in Not aussieht. Also nicht auf ihn selber, sondern auf den. Du weißt, was ich meine. Die Erlösung. Das wird den Feind verwirren. Und. Auf der Mauer ist alles in Ordnung. Ja. Ja. Da hab ich den Stimmen verstellt. Taktischer Vorteil, ich schieße von oben. Das negiert meinen Bogen angehitteten Zustand. Das ist doch schon mal gut. Wie willst du das jetzt eigentlich regeln? Das bin ich gespannt. Wie wir das jetzt regeltechnisch machen mit dem Kampf dort unten? 23? Nein, trifft nicht. Gegen uns und Bauern? Achso, naja. Wenn du auf die, wenn du auf die Verbündeten schießt, dann. Also, wenn du dir auf einen richtigen. Nee, er wollte ja auf die Bedrohung auf den, schießen. Auf den. Na, ja, auf es ist halt schwierig zu sagen, weil es sind wirklich viele Dorfbewohner. Das sind halt wirklich nur Dorfbewohner. Und dort stehen Söldner. Das sind zwar jetzt auch nicht die Hellsten im Kampf, aber immer noch besser als sie. Die hatten so eine Waffe schon. Nee, ist okay, ist okay. Wenn und wenn er auf die schießt, die ja wirklich in größter Not sind, ja, dann. Ja, ja. Ist okay. Ja. Alvar. Alvar braucht 8 Ticks. Und dreht seinen Bogen. Ach, er zielt auf den, der dort. Die 1 mit der Armbrust. Müsste auch nachladen, oder? Nö. Ach, der hat. Ach, das war der, den ich so geschossen habe. Die 1 schießt auf Wahlgrim. Trifft dich eine 26. Immer noch nicht. Oh, okay, dann schäle ich mich. Gut, cool, cool, cool. Kara schaut seinem Gegenüber finster an. Ja. Was hast du? Das ist ein Bruder, ja. Nee, das ist der Meister. Wartest du das letztens das wieder mitgebracht? Dann gibt's immer ein Zimmer. Nein, weiß ich nicht. Das hatte Flo letztens. Ja, dann. Ich kann es jetzt nicht wollen. Dann. Was ist er dran? Ich ziehe mein Schwert. Hast du dich deinen Wurf war jetzt breit gemacht? Nee. Nein, er hat einen Wurf besser geworfen. Ach so, schon. Ja. Balken. Ich glaube, ich drehe mich weg, mach Platz für Alvar. Mhm. Also, dass er an mir vorbeikommt und halt seine zwei Schritte und Bogen, ne? Und. Wie lange dauert einen Zauber vorbereiten? Steht bei Geschwindigkeit, Zauberdauer. Und bereite für 2 Ticks einen Zauber vor und fasse an Alvars Schwert, was er wahrscheinlich in seiner Scheide steckt. Es liegt auf dem Boden. Jetzt fallen lassen. Oder es liegt auf dem Boden. Ich fasse auf das Schwert, was am Boden liegt. Der Typ hat sein Schwert gezogen. Nee, hat er nicht. Nee, er fängt wieder an, sein Schwert zu ziehen. Ja, dann bin ich schneller! Na Moment, wann hattest du ihn denn unterbrochen? Eigentlich zieht er ab da. Also es macht keinen Unterschied, aber na gut, egal. Cardvo. Jetzt zieht er eigentlich ab da, wo du ihn unterbrochen hast. Cardvo lädt nach. Halt! Bitte. Ja, ich wollte nur. Mein Abraxas hat die wunderbare Fähigkeit ablenken. Tja, dann los. Und ich würde gerne, ich glaube, das sind 3 Ticks, die ich da brauche, um ihn zu befehligen. Es sind sofortige, aber es müssen 3 Ticks sein. Ja, sofortige Reaktion, aber das passt, 3 ja. Ticks. Mhm. Sofortige Reaktion. Die hättest du auch ganz Zeit machen können, genau. Na, dann machen wir das doch ganz schlau. Erst handeln, dann reagieren. Erst handeln, dann reagieren. Das heißt, ich komme auf die 18 fürs Nachladen, dass ich beginne. Und plus 3, weil ich sage, Abraxas, hilf ihm. Abraxas, das Rescue! Ein schadenfrohes. Die 3. Hack ihn. So, da war kurz die Kamera leer. Jetzt geht es weiter. Die 3 ist dran. Und wollte dich, wie es so ist, natürlich umwerfen. Es hat sie ein bisschen Aua bekommen inzwischen. Das stimmt. Nicht nur das, sie hat wohl auch den Kampfesgeist aufgegeben. Das ist schön. Plus 3. Na gut, es ist trotzdem noch eine 29 gegen deine VTD. Nö. Ach Quatsch. Gegen mein KW. Das ist was anderes. 25. Ich brauche also plus 4. Du kannst immer noch schlecht würfeln. Kannst du mir so lange mal bitte etwas eingießen? Das ist richtig. Das sehr nett von dir. So zum Beispiel. 8 Zähigkeit.
Es gab weder von Stanfis, doch Stanfis gab auch einen Bonus auf. Nee, nee, beides nur auf genau. 8, 25. Ist 4. 25. Doch, plus 4, das recht. Was hat er gewürfelt? 29. Dann hat er keine IG. Also dann kriegst du trotzdem halben Schaden. Minus 2. Minus 2 nur? Halben Schaden. Halb, weil umreißen, minus 2, weil Streifhebel. Ja, du machst den Manöverschaden minus 2. Du wärst danach dran. Die 1 lädt nach, nicht? Jo. 10 Ticks bitte, Christian, machst du das? 23. Wahlgrim, der Krümelige. Ich zaubere. Cool. Was machst du denn? Ich zaubere flammende Waffe. Damit wir es mal wieder haben. Wie sieht das denn aus und was sagst du dabei? Wieso musst du nochmal flammende Waffe zaubern? Auf Alvar. Auf Alvars Waffe zauber ich das. Ich murmel einfach nur was in Furgant in mich hinein, in meinen Bart. Ich streife langsam die Klinge entlang, wie sie dann langsam anfängt unten zu glühen und dann unten anfängt zu brennen und dann die Flammen sich weiter ausbreiten, je nachdem, also mit meiner Hand lang. Und was murmelst du? Was auf Furgant. Ja, das verstehe ich. Ich kann nämlich Furgant. Was kurzes, Stahl in Flamme oder so. Ja, ja, so funktioniert es. Stahl zu Feuer. Mit Feuer. Wir hatten, glaube ich, mal festgesagt, dass. Ich glaube, er hat mal gesagt, dass deine Magie so in Anführungszeichen Wortmagie ist. Also, du hattest ja damals auch, ich kenne deinen Namen und zerbreche, bei dem Härtemagie gewirkt, bei dem Gegenstand beschädigen. Weil wir da die gleiche Situation hatten, als was davor gar nicht kommt. Ich sprach Stahl. Genau. Und der Stahl brannte. Kampfmagie, da. Das ist irgendwie traurig. Wer brennt die Waffe oder ein Patt? Das ist 4, 8, 10. Oh Mensch, genau geschafft! Cool! Deine Flamme entzündet deine Waffe. Deine Flamme geht in Waffe auf. Heilgrim ist meine Flamme. Oh, damit der Kind doch erst den Zauber. Ach, hast du schon vorbereitet. Da wird der Kinski aber 1, sauer. 2, 3. Ja. Karas, du hast deine Waffe gezogen. Du brauchst nur die freie Bewegung, um an ihn ranzukommen. Ich steche nach ihm. Ich mache einen schnellen Schritt nach vorne und steche nach ihm. Mit dem mächtigen Schwert. Muschelkuschel. Es werden sehr, sehr traurige Lieder schauen. Ja, tja, schauen das wirklich. Passiert, wenn du dein Schwert Muschelkuschel setzt. Das hat damit nichts zu tun. Ja. 18. Damit triffst du genau, er muss parieren. Im Moment, womit pariert er? Mit seinem Mund. Ausweichen meine ich natürlich. Und er bricht ab. Er ist die? Er bricht auf alle Fälle ab. Ich war kurz vor ihm dran. Und ganz knapp weicht er aus. Macht einen Schritt zur Seite. Du streifst über seine Kleidung, die du aufreißt. Doch triffst ihn nicht. Wie lange brauchst du? Wahlgrin. Ja. Mhm. Ich glaube übrigens immer noch, dass es schneller geht, wenn du. Einfach warte. Ich denke auch. In der Zeit habt ihr den Tod, der schneller als 60 Ticks. Ja. Besonders weil jetzt der Alvar mitschießt auf beide. Ich nehme mein Netz von meinem Gürtel. Wehe, du verkackst das jetzt! Und nun! Was für die Dinge ist das Netz? Hallo? 6. Ah. Oh, 6 Dings zum Vorbereiten. Die 2? Ja. Hat? Ist vorbereitet. Oh oh. Das ist gemein. Aber ja, es macht Sinn. Es trifft dich einfach nicht. Es ist. Ja. Traurig, aber wahr. Wahlgrim. Ne? Ja. Zwei schießt auf dich. Ein kalter Schauer läuft dir über den Rücken. Oh nee. Als du nach deinem Netz greifst, du schielst einmal nach oben und siehst eine Armbrust auf dich ziehen. Bist du sicher, dass die mich noch sieht? Du willst auf sie werfen. Ach, jetzt wird, aber hast du dich bewegt? Na, ich bin so meine. So zum Schwert hin. Meine 2 Meter. Meine 2 Schritte, um mich dann hinzu auf Alvar. Und dann auf die. Also quasi mit Alvar die Position getauscht, so. Ein bisschen.
Haben wir eine Wahlposition getauscht? Möchtest du gerade eine Wahlschusslinie stellen? Nein! Naja, Alvar gesagt! Aber gemacht! Aber gemacht! Naja, also man muss ihm erzwingen, dass Alvar nach vorne ist und er nach hinten zum Schwert. Das stimmt. Das stimmt. Dann schießt er auf Alvar. Mit einer 11. Das plus minus das. Ist es eine 27 und Alvar hat. Das könnte unangenehm werden. Plus 2? Nee, dann nicht. Nee, dann nicht. Sorry. Nicht plus 2. Alvar hat, wenn ich mich recht erinnere, 4 und 5 und 2. Ich hab keine Ahnung. Alvar lädt gerade nach, ne? Eine 26. Alvar lädt gerade nach, ne? Ja. Nein, ich pariere für Alvar. Sicherheitswurf. Und bringe mein Schild vor den Pfeil. Klong. Und blicke die zwei Herausforderer an. Ich bin dein Ziel. Er dreht um und geht. In dem Fall! Und genau deshalb geht. Kommt oben bei mir raus. Der Zwerg ist verrückt. Ich hab ein schlechtes Gefühl. Du hast dein Schild zur Seite genommen, um den Bolzen abzuwehren, nimmst ihn zurück und dahinter steht Alvar mit seinem Bogen und lässt den Pfeil los und schießt auf die 1. Da hat er die bessere Chance zu treffen. Das ist erstmal okay. Mit einer 25. Tja, Nummer 1. Reicht Nummer 1 aus? Damit versucht die 1 auch auszuweichen. Ja? Schauen, die 1 hat bis jetzt gar keinen Schaden bekommen. Das könnte sich gleich ändern. Wow. Oh je. Hast du sogar einen Erfolgsgrad. Damit kriegt er. Was hat mit heute Langbogen? Ich hab's, okay. Das weiß ich nicht. Ich hab keinen Langbogen. 1 mit 10 plus 5. Also du hast echt keinen Windholder. Den hab ich, aber ich hab eine Spezialwaffe. Achso, ja, stimmt. Wie viel? Hat Windholder Langbogen Schaden? Ja. Ja, 2. Oh, mach doch. Hat zum Glück 2. Ja, ein Windholder Langbogen. Die 1, war die nachgeladen? Ich hab schon umgedreht. Die 1 kriegt 8 Schaden. Ja, dann muss er aber, wenn er gerade... Ja, ich hab's wieder ausgelöst umgedreht. Als er einen Pfeil abbekommt und aber seinen Nachladen abbrechen musste. Ja. Ja, das war auf der 17, ne? Das ist der 20. Darum geht's halt. Du musst es ja von da abziehen. Die 6 ist dran und greift dich an. Ja, guck. Mit den Fäusten. Er kam nicht zu... Er musste abbrechen, seine Waffe ziehen. Ja. Das heißt, er möchte wieder Waffe ziehen. Stimmt. Was ein Gelegenheitsangriff. Er muss halt mit den Fäusten, außer er holt sich nur die Gelegenheitsangriffe. Du erschlägt dich mit der Faust. Trifft dich eine. Nee. 23. Es ist wohl wahr. Es trifft dich genau wahr. Da kann ich auch nicht verteidigen. Das ist ein bisschen weit weg. Ich mach rein auf Captain America, werf das Schild einmal durch. Ching-klong. Und komm zurück. Ja. Dieses ganze Gebäude. Er schlägt noch die Fliehende ein. Ja, dann trifft er mich halt. Kann auch mal passieren. Du musst doch einen Kampfnabel davontragen. 1 wie 6 Schaden, oder? 4 Schaden. Betäubungsschaden. Verschlägt er ihn? Ja, er verschlägt ihn, bevor es. Naja, er kann halt keine Waffe ziehen. Mann, ist der verzweifelt. Das sind 8 oder 6 Sticks, ich vergesse das immer. 6. Da. Ja. Ne, ich hab auch 6 Sticks bei der Waffe. Das war vom Kopf. Er hat ja keine Waffe. Und normale und Handgemenge Waffen machen am meisten 6. Waffenlos ist 5. Ja. Gut, dann machen wir 5 Sticks. Die 3 ist dran. Kann man nicht hinschreiben. Oh. Hat es leider nicht geschafft beim Map. Doch. Nee. Was ist die Frage? Hat er dich umgeworfen? Nö. Er hat ja keine Lust mehr zu kämpfen. Das war der den Kampf verloren hatte für einen Moment. Ja, aber er möchte es trotzdem noch probieren. Oh, er hat das bekommen. Das sind eine 18. Das ist eine 34 gegen deine VTD. KW. Oder was nochmal? Gegen dein KW. Irgendwann heute schaffst du es nicht. Kriegst du auch hin. Das ist zu viel. Oh, der sieht schön aus. Okay, nein, Durchschnitt, entschuldige. So wie er immer würfelt bei der Verteidigung, sieht das gut aus. Ja. 6. Was ist der? 34. Hat er genau den Nigel, den er braucht. Aber er kann es nicht schwerer machen. Tja, dann musst du einen Wurf gegen die 19 machen.
Athletik oder Akrobatik. Ja, Athletik. Siehst du, das hat er schon mal hinbekommen. Sollen bitte die Karten reichen? Endlich! Ich, die letzten hast du auch schon geschafft. Nein, hab ich nicht. Doch, stimmt, hab ich geschafft. Ja, du hast recht. Ja. Dann... Du kriegst aber auch... Nee, den letzten musste ich nicht schaffen. Beim letzten Angriff hatte er den IG nicht, den er brauchte. Davon ja. Ich nicht geschafft. Ich kriege halben Schaden. Mhm. Okay. Kommt eh nicht durch. Minus... Nee, getroffen hat er ja. Aber halber Schaden ist bei dir trotzdem. Ja. Das war die 3. Die 3. Die 2 ist dran. Es hat die 2 nachgeladen. 3 Ticks übrigens noch für Brandung. Hab ich. Die 2 hat nicht nachgeladen. Stimmt. Die muss noch nachladen. Dann nachladen, 9 Ticks. Einmal bitte die Karte umdrehen. Welche ist denn das? Die andere. 9 Ticks. Einmal lädt nach 8 Ticks. 1 lädt nach 10 Ticks. Das war schnell. Die 1 lädt nach? Corvo. Achso, ja. Stimmt. Haben wir bis jetzt aber beide durchgehend vergessen. Ja, wie wollen wir das machen? Haben wir aber beide. Das ist, wäre bei ihm ja auch schon gewesen. Ich schieße ja unten ins Kampfgetümmel dort. Du hast recht. Oh ja, würfel mal. Das ist echt unangenehm. Ich würde ansonsten auch noch einmal zielen, wenn du das möchtest. Aber ich weiß nicht, ob für mehr Schaden ich da jetzt runter zielen muss. Und weil diese ganze große Schlacht da unten, glaube ich ja jetzt nicht, dass wir das alles ausklinken. Ja, du könntest quasi für beide Schlachtparteien einen Tick festlegen. Ja, ja. Und dann halt, je nachdem, was passiert, immer einen Treffer drauf heben. Ja, naja, so. Das wird ja nicht mehr lange dauern bei euch. Es sind noch 3 Gegner, die fast voll kampffähig sind. Die 2 hat bis jetzt einmal einen Treffer kassiert. Das sind Bogenschützen da hinten. Okay, warte mal. Wo haben wir denn? Die 1 ist ein Pleb. Die 1 nicht, aber die 2 ist immer noch so gut wie die 3 vor mir. Die machen dann. Naja, die 2 kann genauso gut ein Kämpfer sein, der Fern- und Nahkampf brillieren kann. Das wäre möglich. Aber erstmal müssen sie dann die Waffen wechseln und alles. Je höher dein Wert ist, desto besser. Also kannst du auch zielen. Wenn du möchtest, musst du auch. Da hilft mir mein. Ich habe ja fürs Zielen extra nochmal ein plus W6 Schaden. Na, Schaden würde ich jetzt nicht vorsehen. Ja, aber dann lohnt sich das ja für mich nicht. Ja, du würdest halt besser treffen. Um 1, ja. 27. 27. Okay. Und da brachst du das halt da unten rum. Ablenkt. Tapfer mitkämpft. Feige mitkämpft. Gut. Ich habe nach er lenkt sich ab, wenn er ihn auf den Kopf scheißt oder so. Ich habe auf den Gardisten. Holt sich irgendwie Stein. Ich habe nach den Gardisten oben gestochen, der ist ausgewichen und hat mir einen Schlag in den Magen verpasst. Und ich knurre. Und steche mit meiner Skavona zurück. Schade. Also ich treffe ja. Mit 20. Mit 20. Dann versucht er auszuweichen. Mit 12. 17. Damit triffst du ohne Erfolgsgrad. Ja! Dann sind das 5 Schaden. Ja, du lachst, das ist bei ihm gar nicht so wenig. Guck. Oh, der stimmt. Wahlgrimm. Du kannst auch ziehen mit vorher dran, das ist auch legitim. Ich ziele 3-mal. Cool. Die insgesamt. 6 ist dran? Nein, Korbus. Korbus dann. Ich sehe hier nichts. Jetzt treffe ich ihn wenig. Wie ist die Situation? Schwierig. Unten stehen halt viele Bauern, die noch nie in ihrem Leben gekämpft haben. Und denen wird ziemlich zugesetzt. Es gibt auch einige, die liegen schon schwer verwundet am Boden. Und die brauchen dringend Hilfe. Ja, ich ziele. Mehr als machen kann ich nicht. Ja. Ich glaube, am besten kann ich ihnen helfen, wenn ich von oben runterschieße. Ja, das ist so. Ja. Ja. Die 6. Eindeutig. Ja. Hast du die Lage gut erfasst? Der Ringkämpfer ist dran. Ja, der schlägt dich.
Oh, eine 23 again. Nee, da hat er jetzt Erschwernisse. Eine 22. Nee. Gut. 31. Ich mache einen Schritt zur Seite. Genau, da wollte mit seinem Ellenbogen, da hat er auch irgendwann mal aufgeschnappt, wollte dich schlagen. Ich halte ihn auf Abstand mit meiner Skavona. Ich versuche ihn nochmal umzureißen. Nicht daran. Also jetzt ging das andere Knie. Unten steht übrigens ein großer Wag mit einem Streithammer, der den Bauern ziemlich zusetzt. 30. Dies ist mein Ziel von nun an, da ich von ihm hörte. Er steht da in der Mitte vor dem Platz und jeder, der sich ihm nähert, bekommt seinen großen Streithammer zu spüren. 30. Eine 30. Gegen seinen KW. Das versucht er doch natürlich was zu machen. Ein Tick mehr. Ja, erstmal dahin. Und ich bin jetzt bei 13. Also bei 28. Ja. Ja. Was hattest du? 31 gegen KW. Ohne Erfolgsgrad. Ja, halt. Das war jetzt ein bisschen heftig. Sechs. Zehn, fünf, drei Schaden. Oh, Moment. Ja, drei Schaden. Halt, nein. Vier. Er hat ja auch benommen. Von der. Ja, du triffst ja ohne Erfolgsgrad. Du machst dann nur minus. Ja, aber er hatte davor ja auch noch. Ich hab mir davor umgerissen. Ist man benommen und? Oder nur eins von beiden? Der Manöver ist ja nicht gelungen. Nur ja, davor, wenn er auf seine Athletikprobe dann ist er benommen. Davor. Benommen ist er nur für aktiv. Ja. Die Frage ist, ob er davon davor noch benommen ist, von dem. Ich habe keine Ahnung, wie es davor aussah, wenn es Streiftreffer war. Dann also, ich hab ihn doch davor umgeworfen, aber er ist aufgestanden. Wenn man liegend war, ist man nicht benommen. Das wollte ich wissen. Ja, du machst aber trotzdem doch nur minus 2 Schaden. Ja, das ist richtig. Hälfte minus 2. Und Hälfte. Hälfte minus 2. Ich muss, wenn ich ein Manöver ansage. Du hast ist der Schaden des Manövers noch? Ja, das ist ein Streiftreffer. Er braucht für ein Manöver unbedingt einen. Aber dadurch, dass ich den Manöver angesagt habe, mache ich halben Schaden. Ja, okay. Das waren jetzt 3, ja? Ja. Gut. Alva ist dran! Alva schießt wieder auf die 1. Ah, ist er wieder so richtig gut. Die 1 versucht auszuweichen. Hat übrigens eine 24 gewürfelt. 11. 5 und 16 plus 1 sind 19 und 5 ist ein Erfolgsgrad. Ich bin wieder Plebs. Ja, halt mal, hier ist er. Das sind 5, das sind 10, 5, 6, 11 Schaden bekommt der Junge. Bin gespannt. Yes! Danke für das Supernetz. Und jetzt stecken ihm 2 Pfeile im Körper, aber. Ja. Quatsch, einer steckt ihm im Körper und der andere hat ihn leider nur gestriffen. Wenn das mal sein größtes Problem wäre. Er wirft ja nicht auf die 1. Wenn das mal ihr größtes Problem wäre. Du wirfst auf den bei mir, ne? Der vor mir rumsteht. Ich denke ja. Ich sag noch Brandon, kurz duck dich, weil das Netz, das fliegt ja, breitet sich ja so ein bisschen aus. Warum? Ah. Das ist der Vorteil, dass beide Charaktere im Militär schon mal waren. Es wird nicht gefragt, sondern es wird gemacht. Und es kommt ein Netz auf ihn geflogen mit einer 25. Gegen sein. Eine Verteidigung. Gegen seine Verteidigung. Ja, bei Fernkampf ist das. Es krallt gegen ihn und rutscht seine Rüstung runter und liegt vor ihm. Ich hab mich so geduckt. Explodiert es noch? Passiert da jetzt noch was? Ah, Zeitlupe, das Netz kommt auf mich zugeflogen. Ich hab gesagt, bin ich so gut damit. Die 2 hat nachgeladen. War nicht hoch genug. Und schießt auf diesen fiesen Netzwerfer, der jetzt auch wieder in Reichweite steht. Alle, wie doch. Aber ich kann jetzt wieder gut ausweichen, weil ich stehe unten an der Treppe. Du kannst mit voller Leistung ausweichen. 26. Die Frage ist, das stört dich doch nicht mehr. Stört mich nicht mehr. Gut, dann sind das 3 Ticks. Was war das denn? Minus 2 kickt er jetzt und der Wurf war eher so semi-gut. Okay. Ich steche wieder nach dem Boxkämpfer und halte ihn auf Entfernung.
Oh. Eine 23, wir steigern uns langsam, aber sicher. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wieder versucht er auszuweichen. Ach du Schande. Elend. Was ist denn, wenn das Ausweichen nicht schafft? Also, naja, nee, er ist nicht ein Erfolgsgrad runter. Okay. Das ist außerdem auch egal. Ja, spielt keine Rolle. Du triffst mit einem EG. Dann sind das 10 Schaden. Das ist der erkannte Suchmann, die Skorbone halten muss. Jetzt kriegt er langsam Angst. Du erinnerst dich langsam an eine Skorbone in seinem Bauch steckt. Du erinnerst dich langsam an die Trainingseinheiten mit uns. Ich grinse ihn animalisch an. Ich habe diese Filmszene vor Augen, wie der für den Dolchkampf keine Ahnung hat, genau ein Manöver beigebracht wird von dem Experten und er genau das jetzt anwenden kann. Ja, immer so mit kleinen Flashbacks. Ja. Von den Trainingsmanövern. 3 ist dran. Hat die nachgeladen? War das an der Stelle ganz kurz, stand ich gerade noch. Ich ziele. Achso. Jetzt dürft ihr. Die 3 ist egal, ob sie nachgeladen hat. Die hat versucht, die 3 ist Nahkämpfer. Ja. Steht voll. Und möchte mich umreißen? Einen verwirrenden Angriff machen. Ich würde sagen, dass sie was Neues einfach, aber das tut sie. Das sind 12, das sind 15, das sind 13. Es sind 31 gegen deinen geistigen Widerstand. Was machte das alleine? Nur Schaden oder? Halben Schaden und halt. Oh, der nächste Angriff ist halt heftig. Angriff verbessern. Wo ist er? Dann 3. Wie viele Six braucht er? 8. Der ist halt trotzdem noch vor mir dran. Ja, ich muss versuchen zu verringern. Der nächste Angriff halt wirklich heftig. Schade. Ich glaube, es kommt trotzdem durch. Ja, ich glaube auch, aber nicht so heftig. Na, halt ein Erfolgsgrad weniger. Oh. Ja. 21. 3. Was hat der? 31? War es mit 32? 31 habe ich mit 31. Dann hat er 3 EG. 3 EG. Dann. Ein Fürs Manöver und zweimal, um seinen Wurf, nächsten Wurf zu verbessern. Oh, das wird heftig. Plus 4 beim nächsten. Ne? Und halber Schaden. Ach. Ja, den brauche ich auch nicht würfeln, weil. Schade, so. Mein höchster Schaden ist 10, also den der macht, ist 10. Alvar ist dran! Alvar lebt nach. Der hat 8. Moment, Alvar hat nachgeladen. Nein, das ist. Der hat doch gerade erst geschossen. Ja. Oh. Walgrim! Ja. Klopft sein Wurfnetz wieder zurück. Entschuldigung. Darf ich mal kurz? Das war teuer. Ich gucke in den Gang links von mir. Wahrscheinlich ist ja auch egal. Ich gucke in den Gang. Sehe ich dort irgendwas, was ich werfen kann? Das Schwert von Alvar. Nein, nicht das Schwert. Außer das Schwert von Alvar. Ja, du schaust in den Gang. Sehe ich da zum Beispiel auch Öl oder... Dir ist schon klar, dass ich da auch stehe. Ja, ich muss ja nur treffen. Ja, dir schon. Also in den... Ja, nee, ihr habt ja alle Waffen weggenommen. Stimmt. Alvar hat noch einen Dolch in der Tasche. In seinem Gürtel. Ja, darf ich mal? Das wäre vermutlich eine Fingerfertigkeitsprobe. Ich klaue dir ja nicht den Dolch. Na gut, stimmt, die sind doch beide nicht im Kampf getümmelt. Hab nichts gesagt. Ich sag einfach, der Dolch, und dann greife ich an seine Gürteltasche. Und ich denke mal, das lässt dazu. Ja. Und dann werde ich sich vorbereiten. Ich nehme an, 5 Ticks. Ja. Die 2 lädt nach. 9 Ticks. Und die 1 lädt auch nach mit 10 Ticks. Jetzt mal beide Karten umbringen. Ich komm halt hier ran. Wie lange hat das Vario vorbereitet, die Waffe? 5. Ja. Die 6. Die 6 hat einer Skavona im Magen stecken. Steht da etwas, hat einen leeren Blick und versucht mit ihren Fäusten, mit seinen Fäusten nach ihm, nach Karas zu schlagen. Was bist du? Es ist aber eher ein verzweifelter Versuch als irgendetwas Gefährliches. Das sind 4, das sind 7, das ist eine 17 gegen eine VTD. Und trifft dich aber nicht. Wieder also einen Schritt zur Seite. Beziehungsweise er kommt ja auch nicht ran, da ich meine Skavona zwischen uns beiden halte.
Das ist erstmal meine Entschlossenheitsprobe, die ich schaffe. Scheint auch nicht mehr ganz in dieser Welt zu sein. Dann ist das jetzt eine 22. Du hast dich wieder nach unten. Ja, versuch doch nicht auszuweichen. Das habe ich in Erfolgsgrad. Dann mache ich meinen Schaden zum Betäubungsschaden, als ich nämlich mit dem Griff ihm ins Gesicht schlage. Okay. Das war's, Bösewicht. Ja, das war's. Neun Betäubungsschaden. Er muss. Nein, muss er nicht. Muss er nicht? Betäubungsschaden macht das nicht. Bei Zähigkeit? Auch nicht? Nee, also wenn er Totgeweiht ist. Totgeweiht macht erst oder gilt dann erst mit Sterben, wenn richtiger Schaden Totgeweiht erreicht. Mhm, okay. Also er muss ihn jetzt noch einmal mit Betäubungsschaden treffen, damit er dann bewusstlos umfällt. Mhm, ja. Okay, gut. Also du hast deine Skarbona aus dem Körper rausgezogen und schlägst sie mit dem Knauf von der Taumel ein Stück zurück. Ich ziele zweimal. Combo. Warum nicht dreimal, weil die dann schon nachgeladen haben. Ja, aber das ist... Los Vargos. Und aufgrund meiner schwierigen Situation... Da kann ich sie noch Risiko. Ja. Ich ziele extra lange, berechne die Flugbahn durch die ganzen Leute, die da sind. Taktische Vorteil plus 3, er steht nicht in Deckung. Überall fliegen Zahlen rum. Ja, überall Zahlen und Berechnungen. Wurzeln seht ihr darin. Ihr wisst, Corvo weiß nicht mal, was eine Wurzel sein soll. Wurzeln sind die Dinger am Baum. Zu unten dran. Du musst die Wurzel aus der Zahl ziehen. Ich weiß, welche man essen kann. Das ist eine 18. Das ist eine 20. Das ist also eine 38. Ja, er weicht auch nicht aus, weil er überhaupt keinen Blick auf dich hat. Damit hast du 11 drei Erfolgsgrade. Drei Erfolgsgrade? Du musst immer wieder feststellen, dass du nur Würfel hast, die kein Mensch lesen kann. Das waren zwei Nullen, das habe ich gesehen. Nee, waren es nicht, waren 8. Da waren zwei Nullen. Eine 0 und eine 0,8. Da. 88 Schaden. Drei sagst. Also nicht schlecht, das sind 10, 15, 18. Schadendurchdrehung 2. Ja. Du landest einen guten Treffer. Darfst entscheiden, wo. Du machst insgesamt 16 Schaden. Da hinten in seinem Schulterblatt. Okay. Sich gerade so schwingt. Ja, er schwingt gerade so einen Hammer und in dem Moment klang. Geht es tief in seinen Leib. Mit ungefähr dem Geräusch. Also, was? 18? 18. Schwierig. 10, 15 und 3, 18. Genau. So, dann haben wir die 3. Man kann mich buchen. Minus 2, weil sie verletzt. Plus 3, weil sie erhöht steht. 23 und möchte dich umwerfen. Wer war das jetzt? Wer ist das jetzt? Die 3. Dein alter Ernst war ja zweimal. Und krittet. Doppelt 10. Oh je. Yeah. Das ist schon so 24. Das ist eine 43 gegen deinen KW. IJ. Er muss ja nicht alles schon mal schwer nehmen. Nee. Aber so viel Schaden macht er ja. Ja, aber wenn er. Das ist halber Schaden, wa? Ja. Die Sache ist, wenn ich jetzt wieder pariere, bin ich halt wieder drin. Nein, ich nehme mir den vollen Schaden. Nimmst den vollen Schaden. Wie viel Erfolg gerade hatte? 43. Ach so, ja natürlich, entschuldige. Gegen mein KW. Mhm. Gegen den plus 4er KW, 5er KW. Ja, 25, 34, 9 insgesamt, 3, 6 insgesamt. Dann brauche ich einen Tick weniger. Mit den 3 vom Crit? Ja. Einen braucht er für das Manöver, also hat er 5. 5, dann nimmt er 2, um es zu erschweren. Mhm. Er nimmt 3, um es zu erschweren. Was soll der Geiz? 2 für den Schaden. Damit hat er jetzt die Chance, sogar Schaden zu machen. 11 Schaden. Die Hälfte. Ist die Hälfte. Abgerundet? Normal. Mathematisch gerade. Also dann kriegst du 1 Schaden. Achso, was drüber bleibt, okay. Was ist einer. Also mit deiner Rüstung so. Ja, ja. Am Ende des Tages übrig bleiben. Genau. Etwas verwirrt. Das ist der Brutto-Schaden. Entschuldigung, Netto-Schaden. Netto. Netto-Schaden. Gegen was muss ich denn jetzt würfeln mit der Athletik? 15, 34.
Zieh. Na, er kriegt's auch Krit. Und 2-3. Schön. 34 war's jetzt, ne? Mhm. Kommt auf 32. 33. Okay. Also, andere wäre es rau. Na, zu easy, zu easy. Tja, jetzt hätte dein. Hat bei 10 hätte geklappt. Ja, ist natürlich sehr schade. Ja. Dann bin ich liegend. Aber er sieht dabei elegant aus. Ja. Du fällst sehr elegant. Ja. So in der ganzen Zeit. Er hat auch gekrittet. Ja, du fällst so hin und liegst dann so. Draw me like one of your Vorgant. Also, Moment. Nein, ich will nicht brennend gemalt werden. Alvar. Ja, Alvar schießt wieder auf die 1. Das ist unglaublich, wenn ich für die Gegner würfel, würfel ich richtig gut. Aber würfel ich wieder für Alvar. Alvar muss mal die Seite. Nein. 7, eine 20. Löst sich das Gegner? Nein. Er versucht auszuweichen. Na Gott sei Dank, er würfelt ja auch nur eine 5. Wenn wir bei 10, also schafft er das auch nicht. Damit trifft er wieder ohne Erfolgsgrad. Nee, das ist der falsche Würfel. Nein. Oh ja, und kriegt 10, 15 Schaden. Hm? Da. Von da, wo er unterbrochen wird, bei Warschuss. Aber er weicht darauf 16. aus. Hm? Ja, und von da aus sollte ich's. Und trifft damit die 1 mitten ins Herz und die stirbt. No, dann okay. Ist die Frage irrelevant. Echt mal, was willst du? Sorry, die 6. Ach so, der. Das ist jetzt wieder ein verzweifelter. Und patzt. Vielleicht tut er sich ja selber weh. Eine 6. Genau, er tötet sich. Eine 6 ist seine Waffe ist angeschlagen. Dann kriegt er einen W6 Betäubungsschaden, weil er sich selber schlägt. Und ich würfel eine 6. Dann kriegt er 6 Betäubungsschaden. Er schlägt dich. Hast du irgendwelche metallenen Gegenstände an dir dran? Kannst auch mit der Skabonase abwehren. Deine Münze. Und schlägt aber gegen ein Wurfmesser. Das ist so dumm, ey. Und fällt in Ohnmacht. Nee, vielleicht fällt er einfach hin und stößt sich den Kopf. Er will ihn halt packen und ihm eine Kopfnuss geben und stößt sich halt ungünstig an dem mit an seinem Kopf. Naja, ja. Und genau. Er zieht dich an, gibt dir den Kopfnuss und fällt zu Boden. Ja, weil ich den Kopf auch gleich nach unten neige und dann... Ja, komm kurz, die Hörnchen nach Rehen vor. Nein. Stell dir doch vor, du gibst eine Kopfnuss und triffst genau die Stirn mit der Nase. Dann brichst du dir die Nase. Ja, okay. Ja, die 6 ist damit aus dem Spiel. Wahlgrimm. Ich hab doch gesagt, ich sehe gar nicht. Ich hab mal eine Frage. Ja. Wenn er jetzt zu mir kämpfen würde, geht das gar nicht oder haben wir nur Mali? Ihr könnt halt nicht richtig ausholen mit euren Namen. Er hat doch jetzt einen Dolch vorbereitet. Wo? Ja. Was für Wörter hat er? Wirklichkeit und Intuition. Das ist ja eher schlecht. Das ist ja doof. Was hast du erwartet, ist ein Dolch. Ist das nicht auch, gilt das als improvisiert? Ja, ich habe schon die Werte für den improvisierten Dolch hier. Cool. Das sind schon, also alles wieder mit einberechnet. Ja? Okay, dann habe ich jetzt ein Wert von 14. Naja, ist doch völlig in Ordnung. Hast du ein Risiko? Komm, mach ein Risiko hoch. Hallo? Was soll dir passieren? Also dir kann gar nichts passieren mit dem Dolch. Ja, okay, gut, stimmt. Du machst ja keinen Schaden. Nein, ich krieg einen Schaden. 16, sind 30. Ja, 30. Gegen die 2, oder? 3. Oder 1. Gegen die 2. 1 ist weg. Gegen die 2, ja. Natürlich. Dann triffst du. Macht nichts dagegen. Dann machst du 1 W6 minus 1 Schaden. Machst einen Erfolgsgrad. Also 1 W6 Schaden. Ich. Nicht schlecht. Bam! Ja! Zwei Schaden. Das heißt, der Dolch fliegt und prallt von seiner Rüstung ab. Achso. Fliegt er zurück? Kein Bumerang. Pong. Und klimpert die Treppe runter. Ja! Ich hätte wieder hoch. Dazu kommen wir gleich. Corvo! Lebner. Corvo, Lebner. Hast du eigentlich deine Pfeile im Blick? Du fängst ja einen zornigen Blick von einem sehr, sehr gewaltigen Wag ein. Na und? Warum soll er doch rankommen? Mann, ich kann mir nicht merken, wie viel Tick mit Corvo nachlädt. 7. Ach, 7. Komm, 3. Komm, Corvo steht jetzt da oben. Zu Fuß bist du niemals schnell genug hier. Der Wag guckt ihn nur an und holt Schwung mit seinem Arm. Nein! Oh Gott! Das ist ganz schön in Entfernung zu. Hat die 2 nachgeladen? Ja. Ja. Seht ihr den
Die zwei zwinkert dir zu. Als der Dolch abprallt, zwinkert die zwei dir zu. Und er drückt mit ihrer Armbrust. Krit? Patzer? Krit? Krit, Patzer, Krit. Oh, guck mal, Krit. Ich kann auch nicht über 10 rufen. Krit, ja, gut auf der Krit. Dann ist das. Da springe ich weg. Eine 36 gegen VTD. Geht ja noch. 36, das ist eher schlecht. Mann! Ich kann halt. Da wo du jetzt bist, kannst du ausweichen. Du stehst ja nicht mehr ich da weiß. Auf der Straße. Sonst hätte ich mich einfach hingeschmissen, aber mit der 36 trifft, habe ich da trotzdem noch. Deswegen. Ja. Aber kommst du mit deinem Akrobatik auf mehr als 6? Die Sache ich muss auf 7. Nee, ich muss auf 8 kommen. Plus 8. Plus 8? Also du musst eine 30 bei Akrobatik würfeln, damit du es schaffst. Also hinwerfen ist intelligenter. So. Aber 6 brauchst du doch. Weil das den also nee, ich meinte, um höher zu kommen, als es mit dem normalen Hinschmeißen. Und es ist halt keine Sau da, die noch dich nahkampftechnisch attackieren könnte. Oder natürlich, es gibt eine Person, die diesen Schuss abwehren könnte für dich. Kann ich das, wenn ich liege? Du liegst. Ach du, ich liege. Du liegst. Würde ich nicht liegen. Das ist ja doof. Hätte ich sofort mein Schild dazwischen, aber liegen macht's halt. Boah. Also, 12 Minuten 6, gell? Also, 12 Minuten 9 bei Verteidiger. Gut, ich schmeiß mich hin, hat halt keine EG. Die Kombination, also drei EG. Die Kombination also, egal wie hoch du dein Schild heben könntest, nee, er würde immer noch über dich drüber schießen. Also gut, wenn er sich hinschmeißt, die Kombination, sonst kriegt er einen Bolzenkrit ab. Ja, wenn er sich hinschmeißt und du parierst, dann also könnte er verfehlen, ja. Ja, er kriegt ja minus 6. Egal wie schlecht du dann bist, weil er sowieso minus 6 bekommt und du... Dann. Ja, und du hast beim Parieren halt minus 9, ja. Ja. Na dann los. Also gegen die 30 quasi jetzt, ja. Ich rechne einfach die minus 9 auf den Wert drauf, da komme ich, glaube ich, besser. Mhm. Sind 10, sind 25, sind wir bei plus 4, plus 8 kriegst du dann durch mich. Gegen die 30. Plus 8 gegen die 30 locker. Gut, ja. Du wirfst dich hin und ich liege quasi und rolle mich etwas mit dem Schild. Er wollte gerade noch ein Stück nach tiefer ziehen, weil er sich hinschmeißt und dem Moment kommt das Schild mit nach oben. Und der Bolzen schlägt gegen die Kante des Schilds und prallt nach oben. Dreht sich surrend und liegt, landet halt irgendwo hinter mir. Neben den anderen dröft sich Bolzen, die dort schon liegen. Alvar lädt nach. Ach, Tix. Karas. Du bist frei. Ah ja, stimmt. Der wollte schon gerade werden. Sterb! Nimm das, du Unhold! Was machst du jetzt da oben? Ich schaue auf den Hof hinab. Sieht nicht gut aus. Immer noch. Stürme ich nach unten. 5 Ticks. Am besten finde ich ja, wie du den Turm hochgerannt bist. Ching, ching, ching. Klopf. Und wieder runterrennst. Ich habe dir geholfen. Ich fand das gut. Ja. Die 2 leben nach. 9 Ticks. Wahlgrim. Ich liege auf dem Boden. Ja. Und der Dolch liegt genau vor dir. Schnapp mir das Messer und steh auf. Kann man ja kombinieren. Ja. Mein bester Freund ist dran. Die Kackwo. 6 Ticks hast du, ja? Plus 9 insgesamt. Ja, das wird langsam aber sicher unangenehm. Also mit der 25. Oh, jetzt heißt er auch dieser. Der Typ, habt ihr von Anfang an in der ersten Reihe stehen, oder? Ja. Ja, aber er hatte die ganze Zeit plus 3 gegen mich. Der will nicht, ne? Eine 35 nicht gegen deine VTD. Das probier ich zu verteidigen. Das solltest du. Ja. Krass. 32er VTD. Also du bist schön. Kriegst, wenn er es schafft, plus 4. Der ist halt plus ein 5. wandelnder Panzer. Ja. Da muss man wirklich ein bisschen... Sicherheit. So. Sicherheitswurf. Ja, das ist keiner von denen hier. Reicht. Gut, die Schildkröte hat sich wieder zusammengerollt. Bei mir 2 Ticks. Und bei ihm 8 Ticks, bitte. 2 Ticks. Er braucht sogar nur 2 Ticks zum Verteidigen, kriegt die Tür nicht zu. Ja, die Sache ist halt, ich bin wirklich gut im Verteidigen, aber angreifen brauche ich halt ewig. Corvo, der schaut mich ja böse an. Corvo zieht den nächsten Pfeil und er sieht genau, das ist deiner. Hier steht dein Name drauf, wenn ich ihn wüsste. Gut, dann haben wir Karas. Du bist unten vor der Tür und siehst das, den Tumult auf dem Hof. Hm.
Da bin ich. Sehe ich den Warg? Den Warg siehst du. Also der Warg ist wirklich nicht zu übersehen. Er überragt alle auf dem Hof und steht halt auch quasi in der Mitte. Doch, es ist Sauron. Ja, so in etwa. Hey, Hündchen! Du? Bei Fuß! Hast er du? Schaut dich an. Hast du provoziert? Warum? Ich möchte ihn jetzt nicht regeltechnisch provozieren, sodass er mich, nur mich angreifen kann. Ich möchte ihn nur anlocken. Es gibt ja diese schöne Redegewandtheitssachen, wo du ihn auch so sehr ablenkst, dass er Mali bekommt. Er schlägt den nächsten Bauern vor sich einfach zur Seite und kommt dann in deine Richtung gestanden. Habe ich dafür irgendwelche Ticks verbraucht? Na, nee, du hast ja nur drei Worte gesagt. Du kannst noch was machen. Dann wirklich Dunkelheit. Hündchen bei Fuß, hey, ist ein Ausruf. Ist eine Verbindung, Silber, also. Also ich greife wieder in den Boden unter mich und dann flüstere ich wieder diese Worte in dieser fremden, feeischen Sprache, die sich durch die Schatten zu verbreiten scheinen. Und da brauche ich aber nochmal einen Tick. Alles sammelt sich um mich. Und setz dir mal bitte 10 von Karas weg. Das jetzt heißen? Also, das klang so genervt. Naja, ich hatte es fast geschafft, aber gut. Ja, hätte er so gut. Naja, so gut ist es nicht. Die 2 hat noch fast volle Leben. Brandon. Brandon. Die sollte noch jetzt 15 sein. Schaden bekommen. Von mir. Stimmt, das sind beide schon recht gut angeschlagen. Ach so! Ja. Oh! Brandon Stark ist dran. Brandon möchte aufstehen. Mit minus 6 angreifen ist halt bei der Tickmenge ziemlich blöd. Macht er einen Risikowurf. Oh, bitte Panzer, bitte Panzer. Nein. Doch. Doch. Nochmal. Der hat noch nicht. Nee, der hat noch nicht. Der Zwerg. Oh, das sieht eher nach einem Crit aus. Nee, gar nicht. Ich hatte, war fast ein Panzer. Aber ein nicht schlechter Wurf. Mit einer 38 gegen deine VTD. Ja, ich nehme 2G. Er nimmt es wie ein Zwerg. 7, das sind 12 Schaden. Nee, Quatsch, ich bin dumm. 11 Schaden. 1, 2, 3, 4. Oh, Moment. Gut, Karas. Nee, Sekunde. Die Entschlossenheitsproben. Probieren? Ich bin eine Liste, noch, eine Zeile nach unten. Meine Zauber. Ob ich die aufrechterhalte. Ja, mach du. Also du kannst ja jetzt für dich da erstmal machen. Dann machst du hier weiter. Welche Zeile bist du da unten? Ich bin auf angeschlagen. Muss man da schon? Oder nee, bei angeschlagen noch nicht. Okay, dann muss ich halt nur eine normale Schussmetzprobe, ob ich... Ich dachte, bei jeder Gesundheitsstufe. Nee, das ist bei jeder Gesundheitsstufe ab verletzt. Okay. Glaube ich. Der Radiergummi. Schon wieder. Also es ging noch um die kanalisierten Zauber, ne? Was willst du denn weggradieren? Richard, ich hab vergessen, dass ich eine Rüstung trage. Ich guck mal kurz nach. Kannst du ja gleich machen, wenn wir dann... Bevor wir jetzt warten, dass du Radiergummi gewürfelt, ist ja Quatsch. Entschlossenheitsprobe, ob ich aufstehe. Wie viel schon jetzt gemacht? 11, 4 kommen durch. Also... 14. Du hast 11? Ja, mit 10, weil ich minus 1 bin. Ja, gut. Karas. Ja, nachdem sich die Schatten gesammelt haben, ziehe ich sie nach oben und eine schwarze Kuppel bildet sich um mich. Oh, schade. Er stapft weiterhin auf dich zu. Achso. Gut, Alvar ist dran. Ah, ich muss mal würfeln. Entschuldigung. Achso, ich dachte, du hast schon gewürfelt. Nice vergessen. Try. Was? Schatten. Easy. Ein Scheiß. Ein Scheiß. Alvar schießt auf die 3. 2. Mit einem Risikowurf. Okay. Und die gleich schießen, der Quatsch, bei Kampfbestimmung darf kein Meisterschaft. Und Mitte das dickgeschriebene? Ah! Verletzt, Chef, verletzt. Okay, du hast recht. Und 30, oh, nicht schlecht. Obwohl eigentlich schon für den Wurf. Ja, die 2, was macht die 2 gerade? Nichts. Nein, die Frage ist, ob die 2 nachlädt. Ob die nachgeladen hat. Die 2 hat er gerade geschossen. Ja, die hat gerade geschossen, deswegen ist sie gerade im Nichtszustand. Ja. Nichts. Ja, dann versucht sie natürlich aus. Absolut nichts. So wie die 6 vorhin war. Ach du Schande. Okay. Du magst erst da hinten.
Alva trifft, ohne Erfolgskraft, mit, wow, oh, ja, 10 Schaden. Na, so ein Bogen macht ja gut Schaden. Das, das, das könnte ich sehen lassen. Minus das, und auch. Ja, Walgrim. Ich bereite meinen improvisierten Wurfdolch vor. Kann ich mir so vorstellen, wie er so ganz verzweifelt. So. Karas, du bist dran. Könntest noch auf ihn? Ach nee, haben wir ja gesagt, geht nicht. Ach doch, die stört's ja nicht. Bereit halten, bis er... Kannst du nicht noch eine Wurfwaffe ziehen? Bis er dran ist bei dir? Aber dann unbewaffnet vor ihm stehen? Na, ist das nicht bei dem Wurf? Achso, er hat ja, wenn er beidhändig das machen kann. Ja, muss ja mit der linken Hand werfen. Achso, ja, okay, stimmt. Ich halte mich bereit, bis er in meiner Nähe ist. Corvo. Schuss! Also noch siehst du ihn, noch ist er nicht in der Dunkelheit. Ja, ist ja noch überall weg. Er hat einen halben Weg. Aber ich sehe, er läuft. Er läuft auf dich zu. Das darf ja nicht sein. Hat sich gerade eine Kuppel gebildet. Ja, und? Der sieht so aus, als würde er einfach einmal durch die Kuppel flügen. Ja. Deswegen glaube ich, mache ich ein Risiko. Ich sagen, mit dem Zweihand haben wir es das vermutlich einmal, wenn der damit trifft. Risiko. Oh, das ist böse. Der macht 2d6 plus 4 Standardschaden. 2d6 plus 7 ist schon böse. Kein Crit, aber eine 17. Das ist eine 7 und 30. Eine 7 und 30. Eine 7 und 30. Dann hast du 2 Erfolgsgrade. Möchte er etwa seine Bewegung nicht abbrechen? Nein. 2 Erfolgsgrade. Das ist ja wenig. Das ist ja. Obwohl das Ding, obwohl er keine Mark ist. Darauf habe ich mich eingelassen. Waren haben ja einen Mark auf ihre. Kannst du ja in diesem. Stehst aber bestimmt mir sehr leid. Türchen, dann kannst du mir sehr leid. Deckung nutzen. Das tut mir sehr leid. Wenn wir da, raus. Auch Karas kann wütend gucken. Das sieht man halt gerade nur nicht. Bringt halt nur die 4. Wir sind 13 durch den Jungen 2. Ja, wenn ich schon da wäre, könnte ich den herausfordern. Ja, aber der sieht wirklich auch schon. Also, er hat 2 Pfeile in seinem Körper stecken und die bluten wirklich stark. Die Wunden. Doch weiterhin hält er auf dich zu. Ja. Alva. Also der Schaden hat seine kontinuierliche Handlung laufend nicht abgebrochen. Ach so. Bist du? 10 plus, was ist du? Ja, wobei der wird ordentlich. 13 habe ich an Schaden. Ordentlich abgewehrt haben. Mit Rüstung. Hat er geschafft. Na gut. Gut. Ja. Ich will meinen Freund umwerfen. Ja, das tut mir leid. Meinen Erzrivalen! Lass ihn bleiben! Ja, was gesagt. Brandon springt einfach runter auf Falke. Oh, na, ich wollte was anderes. Hab ich so nicht gesehen. 16 plus 19. 16 plus 18, 34. Gegen KW. 2 im Sinn. 2 im Sinn. Hat da mehr ein Clown gefrühstückt. Oh! Das gibt's doch nicht, der gekrittet. Aber fast, jetzt war auf der 0 und ist auch auf die 8 gerollt. Was immer noch gut ist. 17, das ist eine 31. 16. 10 plus 6. Ja. Und auf 28, 29. Das sollte nicht ausreichen. Wahrscheinlich. Was habe ich jetzt gesagt? 34. 34, ein Erfolgsgrad. Ja, den ich brauche fürs Manöver. Ja. Dann Athletikprobe gegen die 19. Kannst du mal schauen. Er macht einen Risikowurf. Oh. Da will einer nicht hinfliegen. Warum? Er hat nicht gepatzt, aber der Wurf war jetzt auch nicht so gut. 23. Halt. 23. 21. Dann ist er nur benommen. Mhm. Und ich mache. Steht's doch. An ihm bitte 4 Ticks nach vorne. 6, 10, 5 Schaden. 4? Nein, alles gut. Ich habe schon 3 Ticks nach vorne gesetzt und benommen ist nur für aktive. Ja. Okay. 5 Schaden. Das ist erst nach dem Bett benommen. 13.
Moment, wann wurde ich benommen gemacht? Das war hier. Wie lange halt benommen haben? 30. Dann ist es vorbei. Ja. Ja. Nein. Doch. Doch. 57 war bei der 7 vorbei. Dann. Wann habe ich ihn getroffen? Auf der. Ja, es war bei der 7 vorbei, du hast aber bei der 5 zugeschlagen. Ah, das ist richtig. Ja, ich habe bei der 5 zugeschlagen, ne? Ja. Haben wir mal einen Marker, dass wir das legen können, wann sein Benom vorbei ist? Ich merke mir das. Okay. 35, alles gut. Die 2 ist ran, hat die 2 nachgeladen? Nein, nee, doch. Nee, hat doch irgendwas gemacht gehabt. Die 2 hat noch nicht nachgeladen. Nichts. Die darf jetzt nachladen. Die 2 lädt nach. Ja, die ist ja ausgewichen, weil sie ja nicht nachgeladen hat. Das genau. Sie hat versucht auszuweichen. Wahlgrim, dein Dolch ist bereit. Und ich ziele. 1, 2, 3 Mal. Corvo, dein Pfeil ist nicht bereit. Nee, mein Pfeil ist nicht bereit. Mein Pfeil ist... Du siehst doch den Schemen von Karas, der sich kein Stück rührt. Lauf, Karas, lauf! Wird echt unangenehm, wenn er kein Dunkelsicht hat. Kann er ja haben. Ja, ja, ja. Ich ziehe einen Pfeil. Lauf, Karas! Eine riesige Gestalt ragt vor dir auf. Ein Lächeln zeichnet sich auf Karas Gesicht ab, als er das Amulett, das er in der Hand hält, öffnet. Oh, noch düster. Es ist Finsternis. Was hat, er hat minus? 12. Kein Problem. Was machst du noch? Das Gegenstand benutzt du. Ja, genau. Tja, bedauerlicherweise ist er so schon blind. Er macht einen Wissen. Und kämpft nach Gehör. Nach Geruch. Ja, feine Nase. Er ignoriert alle Umstände durch Sicht. Trifft dich eine. Minus 12 kriegt er, ja? Ja. Also außer er hat irgendwelche Vorteile, aber ich mag jetzt bezweifeln. Eine 21. Nö. Das ist mit Minus. Ich mache einen Schritt beiseite und bumm, der Hammer schlägt mir auf der Erde ein. Trotzdem ziemlich beeindruckend. Ja, und Corvo zieht so seinen Pfeil. Was ist das? Was ist das? So now I see nothing. Schwarzes Loch. Ich kann das nicht sehen. Ja, wie lange braucht der? Was braucht der Streithammer? 12 Ticks. Oh, 11, Entschuldigung. 12 Ticks. Jetzt fange ich an. Minus 12 sagst, ja? Alvar zielt. 1, 2. Ziemlich cool. Wo ist denn die 2 dran? Unter der 3? Ja. Dann zielt Alvar einmal. Jetzt Wahlgrim. Zeig ihnen, was du in dem Kloster des Wurfmeisters gelernt hast. Kannst nochmal zielen. Ich aufgewischt. Ich hab doch schon dreimal gezielt. Ach, war doch dreimal. Immer diese fragilen Dinger. Die wiegen ja nichts. Krit, Doppel 6. Und sogar noch eine 9. Nicer, nicer. Der hier einfach irgendeinen Scheiß die ganze Zeit wirft. Trifft ihn eine 34. Die 2 jetzt, ja? Bist du verwundet? Nee. Moment. Gut. Ja, doch. Ja, 34. Ja, die trifft. Und der versucht auszuweichen, selbstverständlich. Da muss er sein. Ich mach schon. Das ist absolut korrekt. Abbrechen. Oh, lustig. Das. Nein. Doch, stimmt schon. Wer ist der Richtige? Du verfolgst gerade insgesamt, weshalb du wieder einen Tick weniger brauchst. Ja. Hast du 2 Ticks zum Auslesen? Ja, 5er verlust gerade. Ich bin jetzt gespannt. So, jetzt machst du plus 4. 1W6 plus 4. Das kann alles und nichts heißen. Das ist ein Langschwertschaden, ne? Ja. Nein! Du kannst durchkommen. Der hast du ihm dann sein Zwinkern zurückgegeben. Der ist stark durchlöchert, der Junge. Er grinst nicht mehr. Das Grinsen ist ihm vergangen. Ja, mir ist das Grinsen gerade auf die Lippen gegangen. Es hat gewechselt. Corvo! Jetzt blendet das Licht zu, was ich gar nichts mehr. Damit habe ich nichts mehr zum Werfen. Tut doch in der Küche oder so. Corvo sieht den nicht mehr. Da ist einfach bloß ein schwarzes Loch. Du kannst aber noch den anderen Dorfbewohnern helfen. Ich wollte gerade sagen, Corvo schießt in die Menge. Ja, aber bitte auf den Feind. Also. Bitte? Würfeln dann bitte? Oder möchtest du erstmal zielen? Ich glaube, Corvo zielt. Voll. Krass.
Karas hat sich tänzelnd in den Rücken des Wages begeben und zielt. Also sucht eine Lücke in seiner Panzerung. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Viermal. Zweimal. Vier. Ja, Alvar schießt auf die zwei. Ich sehe die 1 und krieg Angst. Das ist aber eine 16. Er hat einmal gezielt. Das ist eine 17. Das ist eine 30 gegen seine V-Turn. Der versucht wieder auszuweichen. Die 2, ne? Ja, genau. Das ist eine 11, eine 9. Das ist eine 16 plus 1. Das ist eine 28. Was hat Alvar? Ich habe nicht gesetzt. 30. Das ausweichen. Ja. Und dann trifft er ohne Erfolgsgrad. 4 sind 9 Schaden. Ich drehe mit 2. Langsam. So, er ist jetzt im Todgeweiht. Dann Zähigkeit halt gegen 20. Ja, mit halt dem Mali von Todgeweiht. Dem Malus. Die 2 fällt um. Denn bewusstlos. So. Ist hier nur noch einer. Wahlgrim! Jetzt könntest du dich auf abwarten, dass die 3 tot ist. Ne, bereithalten. Oder bereithalten, ja, dass die 3 tot ist. Bereithalten. Alvar geht nach. Wie lange? Ich vergesse es immer. Ich stelle mich mal direkt hinter Brandun. So, Karas. Mit der Axt wieder nah. Duck mich. Ja, ich versuche mit so viel Wucht wie möglich reinzustechen. Gefährde damit mein Gleichgewicht, aber ein Versuch ist es wert. Weil der sieht sehr zäh aus. 18, eine 30. Es trifft genau. Der ist heftig, der Mann. Jetzt bin ich gespannt, ob du überhaupt Schaden machst. Ich weiß jetzt nicht, also er sieht ja wirklich gar nichts. Also sieht er diesen Angriff auch nicht wirklich. Naja. Ich weiß nicht, wie es mit dem Parieren jetzt wäre. Naja, aber er weiß, dass ich da bin. Das heißt, er kann. Er ist ja auch die Bewegung, die er dann vielleicht selber noch versucht. Und seine Rüstung zählt er da auch. Ja. Auch bei der VTD mit rein. Acht. Oh. Wie er sich halt positioniert. Ich? Ja. Wieso? Eine 18 Würfel. Ist doch nicht schlimm. Ich bin nicht der beste Kämpfer, krieg auch minus 3 hier drin. 20, 11, plus 3. Hat er plus 3 auf seine VTD. Ja, aber er muss sich halt auch bewegen, der Kollege. Ja, und ich bin schneller. So, genug umgerissen. Kann ich auch angreifen. Ich hau ihn jetzt einfach. Gegen seine VTD. 29 gegen VTD, stimmt, entschuldige. Versucht er zu parieren und macht einen Sicherheitsmove. Oh, kacke, okay. Taktik wieder zurück. Guck. Sekunde. Mein Gott. Das sind coole alleine, Dinge. Nur weil die einen taktischen Vorteil haben, sind die so viel besser dran. Also mit den plus 3 ist schon nicht schlecht. Ja, ein taktischer Vorteil ist Handkorb. Corvo hat jetzt lange genug geziert und legt mal die Katzenaugen weg. Die er sich vielleicht irgendwann mal kaufen wird, weil du da bist. Das war jetzt so voll für alle. Ja. Ich habe geguckt, ob es irgendwelche Meisterschaften gibt in der Schattenmagie, aber. Wir holen Artefakte dafür. Das gibt's nur, wenn du Schattenmagie-Meister bist. Schuss! Ja? Das sind bedauerlicherweise nur 29. 29, okay. Ich krieg wieder Hunger. Stimmt. Und vergiss nicht, Abraxas ist die ganze Zeit da unten und hilft. Achso. Ablenkend. Darf ich Abraxas kurz... Du darfst Abraxas kurz kuscheln. Sei dir gewährt. Fein. Larry Langschwert. Nee, der ist ziemlich gut. Larry Langschwert? Nee, man muss ihm lassen, er ist gut. Lorenz Langschwert. Er weiß, wie er ist. Das und ist der Langschwertlob. Zwar versucht er. Oh, hat ja auch taktischen Vorteil. Macht damit wieder so einen verwirrenden Angriff. Mhm. Guck mal, Katzenaugen. Ein Tick mehr. Ach, jetzt war ohne Witz. Ich werde schon locker einmal rumgerannt. 27. Naja, bald, ja. Ja, was? Naja, du bist ziemlich langsam. Aber dafür hast du die 2 ja aus dem Spiegel. Da. Du hast mit mir zusammen die 2 getötet, ja. Ich hab 9 Schaden gemacht. Weißt du was? Das versuche ich abzuwehren. Das versuche ich. Dann bist du halt schon bei 16. Du kannst noch ein Leichter 16 machen. Ganz gut. Ich meine sogar zu 1. Ach Gott, halt Quatsch. Ich brauche
Nein, 17, entschuldige, das stimmt. Ist egal, plus 1. Wir haben Meisterschaft. Was hat er? 24 war das, ne? 27. Dann hat er einige, hat er zwei Gs. Inzwischen schon. Ja, die beiden nutze halt, um. Na, ein Braucher, um das Manöver auszufüllen. Ja, für das Manöver ein und ein, um seinen Angriff das nächste Mal zu erleichtern. Was er plus 3 macht, würde halben Schaden machen, bringt aber sowieso nichts bei dir und der Wart ist dran. Gibt es improvisiertes Wurfbeil? Was willst du denn dafür nehmen? Mein Kriegsbeil. Das würde ich mir erst Das Problem ist halt, dass Wurfbeil und Kriegsbeil halt. Also, das ist halt so gar nicht zum Werfen da. Ja. Fuck ja noch. Du kannst alles werfen, prinzipiell. Ja, okay. Ob es sich so gut werfen lässt, ist immer nur die Frage. Ja. Da kannst du trotzdem versuchen. Der Wart knurrt, fletscht die Zähne und schwingt nur den. Also, er sieht ja nichts, aber schwingt den Hammer um sich rum und versucht, dich dabei zu erwischen. Das sieht sehr risikobehaftet aus, was er da macht. Okay. Das sieht eher nach einem Crit aus. Das ist nicht schlimm, ich habe noch Splitterpunkt. Nein. Ich habe noch Splitterpunkt in Klammern E. In Klammern E. Eine 24 gegen deine VTD. Das E ist durchgestrichen. Ich denke, das solltest du nicht schaffen, auszuweichen, bestimmt. Hast du minus 3? Ja, ja, ja. Dann weiche ich aus. Ja, er schlägt halt immer auch so hin und her auf dem Boden und ich versuche mal vorbei zu tänzeln. Er sieht halt kaum was. Er sieht halt immer nur so ein Schema und dann versucht er drauf zu schlagen. Corvo! Wo bist du, kleiner Mann? Hinter dir. Mit dem voll! Lässt er sich nach hinten fallen. Fackelung. Und er steht vor Geräuschhexerei. Fackelung. Corvo. Lädt wahrscheinlich nach. Wie ist die Situation noch? Bringen meine Schüsse nach dem Schuss kann was, ja. Was? Ja. Also du kannst viele von diesen Räubern ausschalten, womit du auch die einige Bauern auch wieder freikriegst. Die dann also wiederum wieder sich anders wiederum ja. Sich versammeln und mit mehr Leuten gegen die anderen kämpfen können. Cool. Jetzt wo du auch länger da unten schießt, es waren 11 Leute. Cool. Welche? Von uns, also von den Die Bürgerwehr. Aber einige von denen liegen auch schon auf dem Boden. Ja. Jetzt sind es so 6. Warte mal. Einer. Ich weiß ja nicht, wie viele Feinde da unten noch stehen. 3 Leute liegen auf dem Boden. 3. Dann haben wir noch 8. Potenziell 3 Tote. Das ist doch eine gute Bilanz. Also hättest du Bauern 3 Kämpfer. Ohne deine Schüsse wären es 6 gewesen. Ich ziele. Also ich lade nach. Alva! Alva, der hat schon nachgeladen. Da steht noch die 3. Kannst du zielen? Er zielt. Ja. Wie oft? Kannst du da zweimal zielen? Zweimal, genau. Kannst auch dreimal er kann auch dreimal, er kann auch nach der 3 zielen. Ja, nicht der 3-mal. Ist ja nicht so. Was wäre das noch relevant? Karas sucht wieder Lücke. Corvo, du bist dran. Corvo zielt. Mhm. Die 3 ist dran, hat plus 2 auf ihren. Plus 1, nee, doch plus 2 auf ihren Angriff. Nein, plus 3. Plus. Ist aber genau. Er hat einen extra Manöver gehabt. Er hat einen extra Gion. Für den Angriff plus 1 oder plus 2? Plus 2. Oh, dann plus 3, entschuldige. Versuch dich wieder umzureißen. Kann er nicht mal patzen? Naja, ist nah dran. Oh. Ist ja trotzdem heftig. 30 gegen den KW. 25. Ja, machbar. Er ist nicht mehr benommen. Immer noch 30. Nee. Also vor dem Angriff war er noch. Also ab Corvo ist er nicht benommen. Ab Corvo ist er nicht benommen. Aber jetzt ist er noch. Ja, aber ich meine jetzt für deinen nächsten Angriff. Das ist ja sowieso eine aktive Angriff. Das müsste reichen. Also. Ja, es reicht. Oh, Moment. Was hat er denn 30, ne? Ja. Also ich habe das Gefühl, der Kampf da auf der Treppe ist so ein halb ringen, halb kämpfen. 31? Ja. Ich pariere. Dann parierst du. So ein halb treten und schlagen und den Gegner irgendwie Alva. Was im Gleichgewicht bringen. Ein Risikowurf. Hat er schon gezielt? Ja. Dreimal sogar. Dreimal sogar. Dann ist er bei 16. Hä? Wie noch irgendein
16 plus 15 sind 31. Die 3 steht auf der Treppe, ist natürlich auch wieder schwierig mit Ausweichen. Wenn er. Ich bin ein Idiot. Ich hab schnell. Er versucht auszuweichen. Oh. Alter. Oh. Der kriegt 3, weil es so eng ist. Minus 2, 1. Kommt er also auf ganze 11. Das ist gar keine Erhöhung. Er kann es zwar nicht senken. Hier hat er sogar einen Erfolgsgrad. Macht 16 Schaden. Maximalschaden, die 17 Schaden. Das könnte ihn langsam aber sicher doch. Wenn ich sogar wuchtig der Langbogen? Ja, das wäre cool. Ich weiß, dass der Wagenbogen wuchtig hat. Ich glaube, das ist der einzige Langbogen. Ist ein Windhäuter Langbogen. Also hat nicht durchdringend 2 und kritisch 1. Was Nettes. Boah, das ist der Maximalschaden. Oh, das kann nicht sein. Bleibt er stehen? Er bleibt stehen. Es ist 18. Aber, ja, das passt zu ihm. Und außerdem auf entschlossen hat gewürfen. Es ist auf Zähigkeit. Ah! Er muss auf Zähigkeit auf mich verschlossen werden. Ich finde keinen Unterschied, aber. Macht keinen Unterschied. Ich versuche es also, Karas versucht es noch einmal. Also er ist den wieder hinter ihm getänzelt und sticht wieder zu. Was soll ich denn jetzt machen? Wenn du den tötest. Na, wobei, wie soll ich ihn töten? Ach, du hast ja gar nicht mehr gesagt. Ich hocke hinter dir und warte nur noch. Ja, du hast recht. Ich duck mich ein bisschen, damit Albar schön auf ihn schießen kann. Also, war gut. Immer noch ein Sikorwurf. Er wird damit nicht aufhören. Wow. Ich hoffe darauf, dass er zuerst patzt. Ja. 11. Ja, vermutlich auch. Also, dass du zuerst patzt. Eine 19. Nö. Cool. Wieder springe ich einen kleinen Schritt zur Seite. Albar hebt sein Schwert auf. Was brennt? Juhu. Corvo schießt in die Menge. Also in die feindliche Menge. Yeah. Das ist eine 35. Und vergiss nicht Abraxas. Der unten fleißig hilft. Gut. Brauche ich nicht würfeln. Obwohl, ich könnte immer noch. Ja. Damit rettest du diese Runde alle Dorfbewohner? 5 Dorf. Das ist absolut korrekt. Mach ihn. Ich muss ihn ja nur treffen. Das heißt, ist richtig. Der minus 8. Also, naja, du plus 5 auf seine Verteidigung. Da haben wir 6 gewürfelt. Das ist richtig. Dann hätten 6 würfeln müssen, damit einer stirbt. Oder zu Boden. Ich muss probieren, ihn umzureißen. Sonst treffe ich ihn halt nicht. Ich versuche ihn umzureißen. Nö, das wurde er nicht. 25 gegen den KW. 24. Minus 8. Oder war das 6? Ja, aber mit minus 8 könnte ich Glück haben. Der Typ ist nicht normal. Reicht dir schon ein Streiftreffer? 12 von mir. Also 15, minus 8, 7. Aber es schafft er trotzdem. 21. Das ist, wie warst du? 23. Doch, dann hat er es geschafft. 24. 24. Dann triffst du genau ohne Erfolgsgrad. Also ein Streiftreffer. Also halb minus 2. 3. Drei. Ja, es sind trotzdem 5 Schaden. Beschreib, wie du ihn tötest. Na Gott sei Dank. Ja, es ist tatsächlich ein mit einem vermutlich sehr verzweifelten Aufschluss, dass erst aufs Knie gezielt wird, weil ich versuche ihn ja umzureißen. Bei vor. Dann aber im letzten Moment nach oben gezogen wird. Und du zertrümmerst ihn sein Kinn. Ja, Walter! Ja, naja, morgen dann. Wer ist Walter? Feierabend! Alvar ist dran. Alvar sprintet los nach oben. Sind da jetzt noch Feinde? Ich sprinte los nach oben. Da sind keine Feinde. Auf dem Weg sind keine. Also, aber es ist jetzt also, draußen halt noch. Achso, du meinst, ob auf dem Hof noch Feinde sind? Ja. Aber nicht mehr viele. Also wenn du jetzt Würfel machst, kann sein. Nee, ich muss ja erst noch zielen. Ich habe gerade geschossen. Achso, ja, dann musst du zielen. Du erinnerst dich. 35.
Lohnt es sich noch, darunter zu schießen? Oder sollte ich schon mal runtergehen? Also, eigentlich kannst du schon runtergehen. Also der Wag ist ja momentan noch abgelenkt. Und dort steht nicht mehr viel. Und, hatte der Brunnen ein Dach? Brunnen hat ein Dach, ja. Wäre es möglich, mit meiner zauberhaften Balance über, ja, über den Brunnen? Das wäre auch ohne zauberhaft. Zwar nicht so einfach, aber ja. Ja, ne, dann balanciere, also dann hüpfe ich einmal auf, die, auf das Brunnendach runter, balanciere dort rüber und. Rollt sich ab und stehst im Brunnen. Noch ein Salto. Und mach noch, ja, so einen also, doppelten Rittberger nach. Also mal vom Fluff abgesehen, tatsächlich ist ein Salto gar nicht so blöd, weil das viel verwendet wird im Parcours, um die Wucht rauszunehmen aus so einem relativ hohen Sprung. Salto, ja, und unten nochmal abrollen. Ja, genau. Kann genau. Jetzt passieren. Das sind, ich nehme an, 10 Ticks. Ja. Oh. Also meine Geschwindigkeit ist dadurch ja sehr, sehr gering, aber es ist ja nicht so weit. Ich hätte schon mal 5 bekommen. Nachdem Karas, wie er lange gezielt hat, eine Lücke gesucht hat in der Panzerung dieses riesigen Wargs, der blind versucht, ihn zu treffen, sticht er nochmal zu. Und trifft nicht. 3 Vieren. 5. 1 Sieg. Und der Wag ist dran. Ja, unser Blinder ist dran. Ja, wenn der dich einmal trifft, dann nimmt sie seinen Hammer und dreht sich im Kreis. Die Lichter vermutlich aus. Ne? Das sieht aus, als wäre das gerade passiert. Nein, es ist kein Crit, aber. Ne, ist ja trotzdem. Er kann halt, was er tut. Richtig. Ist ja auch völlig okay. Mir geht's noch gut. Ja, man schreit Hammer ist böse. Ich bin 24. Ich weiche aus. Also durch minus 12 Garwasserwürfel kannst du eigentlich ganz gut ausweichen, außer er würde krippen. Ach, selbst das. Es ist halt immer so, dass er sich immer ausweichen muss. Also ich kann auch immer nur zweimal ziehen. Wir haben hier so ein nicht enden wollendes Tänzchen. Dass ich reinzugehen, lohnt sich halt jetzt auch nicht wirklich. Ach, mich schon nicht. Dann sehen wir halt nichts. Also. Es kann niemand mehr ziehen. Alvar wurde was sehen. Alvar ist doch kein Alb. Doch, Alvar ist ein Alb, entschuldige. Nein, Alvar ist kein Alb, aber hat Dämmersicht. Ich wollte gerade sagen, er hat Dämmersicht. Alvar ist dran. Alvar kommt in der Eingangshalle an und stößt die Tür auf. Also du siehst, wie die Tür aufgestoßen ist. Naja, die wird ja wahrscheinlich noch offen sein, oder? Na stimmt, die steht hier offen. Dann kommt Alvar auf den Hof gerannt. Ja, ich heb meinen Bogen in seine Richtung. Du brauchst vermutlich noch ein paar. Also, weiß ja, nicht. Also ich komme, also mit Sprinten komme ich 21 Meter. Vielleicht sieht er das ja gerade noch, wie ich zauberhaft balancierend den Brunnen runterhüppe. Treppe ist aber und eben das Gelände halbe Geschwindigkeit. Also 11,5. Also 12 Geschwindigkeit. Also 12 Meter. Bestimmt dann so. Achso, nee. Geschwindigkeit durch 2 mal 3. Oben. Was ist deine Geschwindigkeit? Grundgeschwindigkeit 7. 7, ja. Mal durch 2 sind es 4, also kommst du 12 Meter gesprintet. Setz Alvar mal bitte 5 Ticks nach vorne. Und was auch für die Treppe reichen sollte. Auf die Schattenkuppel zu. Locker. Malgrim. Also wenn du sprintest, bist du für mich trotzdem oben. Nehme ich mal an, der ist jetzt. Ja. Okay, dann sprint. Oder? Nee, du bist jetzt oben. Ich bin oben. Ja. Kann ich mich jetzt ins Kampfgetümmel stürzen? Achso, du bist jetzt oben angekommen. Also er schafft mit einem Sprint, den er jetzt geschafft hat, ist er 12 Meter die Treppe hoch. Reichen 12 Meter für die Treppe? Also er steht jetzt quasi auch in der Eingangstür. Eingangstür, ja. Dann könntest du dich ins Kampfgetümmel dich für 5 Ticks. Ist nämlich nur noch eine kleine Distanz, die du überwinden musst. Ja, ja. Dann falle ich den Gegner in den Rücken. Brandun, wahrscheinlich das gleiche. Ich muss erst hochlaufen. Okay, Brandun läuft 10 Ticks. Corvo! Wenn es gleich noch was zu tun gibt, dann ja. Corvo wirft sich in den Kampf. Corvo, also mit den Bewohnern. Also ja, zusammen mit den Bewohnern gegen die Feinde. Gut. Naja, komm, also so rein. Jetzt kämpfst du gegen die Bewohner, das habe ich schon verstanden. Ja, kommt von hinten an, benutzt seinen Bogen so ein bisschen um die. Springt einmal mit seinen Beinen nach vorne in den Rücken von den Gegnern, rollt sich ab, steht wieder auf. Rollt sich ab, geht zum nächsten, nimmt so den Bogen, um ihn zu würgen, dann das Genick zu brechen. Gut, Karas, einstellen die dich. Ersatzsehne raus. Um eins werden die Lichtverhältnisse verbessert, ne? Durch flammende Waffe. Aber erst nicht lange. Jetzt nicht mit der Radius. Ja. Du hast flammende Waffe. Ja, ich hab flammende Waffe, stimmt. Das ist richtig. Ja. Du kannst mir auch zurufen, dass ich ihn fallen lassen soll. Ja, ist gut. Das heißt, er sieht erstmal besser.
Also Kollege Wag auch, aber... Also ich sehe jetzt besser und jetzt sieht ja Alva auch was. Das ist korrekt. Ja. Und zwar viel besser als der Wag. Ich bin nur minus 3 dann jetzt, ne? Ich muss gerade mal blöd fragen, wie weit ist die Distanz von da, wo er steht, zu der Schattenkuppel? Nee, Quatsch, ich habe gar nichts minus. Hm? Ist die Distanz von? Glaube ich. Minus 3. Also wenn hier so der Kampftumult ist... Minus 2. Also 3 Stufen ist gesenkt, 2 wegen Jammersächtig und 1 wegen Flamme. Und da steht... Das ist bestimmt so, die Ränder von den Dingern sind bestimmt so aneinander ungefähr. Ja, es geht ja darum, dass du, ne, auf deinen Schaden. Ich mache einen unterstützten Angriff für Alvar. Tu das. Also konntest du mal 2 glauben. Also gegen die 25. 15, 28. Also plus 2. Könnte versuchen auszuweichen, mit dem Werten, die er hat, schafft er es aber nicht. Bei minus er könnte auch versuchen zu parieren. Das geht mit einer Waffe. Hat er jetzt nicht. Das soll gehen mit einer Waffe. Minus 9 noch? Es sind noch minus 9, ja. Lichtwetten sind meist nach oben gegangen. Ah, dann. Ja. Das macht vielleicht nicht so viel Unterschied, aber ne? 24. Ah, ich hab einen mehr gehabt. Da hatte ich 29. 24 hat er gewürfelt? Das ist plus 4. Ja, kommt er auf 29. Dann plus 1 für dich, Alvar. Gut, aber über zwei Bonus. Alvar ist da und macht einen Vorsturm. Oh, wenn das jetzt trifft, das könnte böse werden für den Wag. Hoffen wir. Ich hab darauf der Wag ist schon ziemlich angehittet, das könnte sich dann ausgewagt haben. Ja. Ich krieg minus 3, ja? Mhm. Aber bei 13. Na, minus 2. Und plus 2. Plus 1 war das. Plus 1 für ihn und plus 1 für Überzahl. Ja, genau. Also nur noch bei minus 1. Sind wir bei 15, sind wir bei 35 gegen seine VTD. Das müsste genau eine G sein. Was eine G ist. Zählt das jetzt eigentlich schon wieder zum Plan? Nein. Nein. Ist das schon so der Plan ist leider. Aber ich habe eine Idee, wenn wir dann noch zum Kampf, wenn ich dann noch mal, wenn ich noch mitspielen darf, bevor der Wag tot ist. Ich denke nicht. Was? Ich denke auch nicht, aber. Damit trifft er mit einem Erfolgsgrad. Den er braucht. Genau. Für das Vorsturm. So. Möchte jemand von euch den Schaden würfeln? Karas, los. Also Flo. Du machst 2W6 plus 11 Schaden. Ach, 19. Was? Er schafft 3. Was, der schafft 3? Schafft 3. Also Entschuldigung, hab ich vergessen. 5 Leuten Schaden, ja? Mhm. Ich nehme mal keine Springung, ne? Ne. Das ist natürlich. Kannst du den? Aber das ist Schaden. Der hat noch einen Schaden gekriegt. Ja, na klar, der hat schon Schaden gekriegt. Der hat 2 Pfeile. Der hat 2 übelste Pfeile von mir abbekommen. Da war einmal 17 Schaden mit bei und da war einmal tödlicher Schaden. Du hast gesagt, er ist schon ganz schön durchlöchert. Er geht trotzdem auf den Zug. Der blutet wie blöd. Ist fast tot. Ach Quatsch, ich bin auch dumm. Da oben steht's ja. Auf allen vier. Wie viel Schaden war das? 19, ja? Ja. Ja. Mhm. Ja. Zähigkeitsprobe machen. Oh, dann war's das. Und passt. Gut. Ja. Ja, du siehst Alvar von hinten angerannt kommen. Und machst dann was? Um ihn zu unterstützen. Ich steche nach dem Wag und rufe: Hier bin ich! Und der Wag dreht sich in dem Moment zu mir um und dreht dir damit den Rücken um, zu. Dich zu schlagen. Und ein Schwert fährt durch seine Brust. Und du ein flammendes Schwert. Ein flammendes, schwarzes Schwert. Und der Wag kippt zur Seite um. Vermutlich tut jetzt gar nicht so viel. Dahinter steht dein Freund Alvar. Der hat sogar einen Schaden mehr gemacht. Seine Waffe brennt. Stimmt. Alles gut? Ja. Gut. Das war trotzdem meiner. Und da zählt trotzdem nur uns einer. Das ist richtig. Können wir jetzt kurz eine Pause machen? Ja, wir machen kurz eine Pause und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Bis gleich. Ah, nein, für euch bis zur nächsten Folge. Ach ja, stimmt ja. Bis gleich. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Like, einen Kommentar da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao. Ciao. Ciao.